Schönen guten Tag, ZDF heute live hier. Deutschland steht vor weitreichenden Lockerungen in der Corona-Pandemie. Mal wieder, muss man sagen. Seit etwa 2:30 bespricht Bundeskanzler Scholz zusammen mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder, wie weit man öffnen will. Wir werden die Pressekonferenz hier live zeigen. Sie sehen das Bild, noch passiert da nichts im Kanzleramt. Und wir sind dabei, wenn es losgeht, wann es losgeht, das weiß man nie so genau. Es ist gerade die Rede von 20 bis 30 Minuten. Wir werden auf jeden Fall dabei sein, wenn es losgeht. Bei uns verpassen Sie nichts. Und bis dahin reden wir mit unseren spannenden Gesprächsgästen. Sie können uns Ihre Fragen oder Ihre Statements schicken, indem Sie sie einfach in die Kommentarspalten schreiben oder an die Adresse mailen, die Sie jetzt hier hoffentlich gleich eingeblendet sehen. Wir reden später mit der Professorin Christine Falk von der Deutschen Gesellschaft für Immunologie. Sie wird uns die Ergebnisse dann einschätzen und uns sagen, was sie von den Beschlüssen hält. Wir werfen gleich einen Blick nach Dänemark, wo es ja den Freedom Day so schon gab, und sprechen mit unserem Korrespondenten Hermann Berndt. Und wir sprechen mit ZDF-Hauptstadt-Korrespondentin Nicole Diekmann, die in den letzten 2 Jahren bei ZDF heute live ziemlich viele MPK-Runden begleitet hat. Hallo Nicole. Hallo Jessica. Nicole, wir haben beide die Beschlussvorlage für die Runde vorliegen. Bevor wir die gleich auseinandernehmen, hat Julia Schröter nochmal für uns die wichtigsten Punkte zusammengefasst. Da schauen wir gleich mal drauf, damit wir alle denselben Stand haben. In einem ersten Schritt sollen private Zusammenkünfte für Geimpfte und Genesene wieder ohne eine Begrenzung der Teilnehmerzahl erlaubt sein. Anders sieht es für Ungeimpfte aus. Die bestehenden Einschränkungen für sie gelten weiter bis zum 19. März. Der Zugang zum Einzelhandel soll künftig ohne Kontrollen möglich sein. Dabei muss mindestens eine medizinische Maske getragen werden. In einigen Bundesländern gilt auch FFP2-Maskenpflicht. Ab dem 4. März soll in einem zweiten Schritt weiter gelockert werden. Dann gilt 3G für Gastronomie und Übernachtungsgewerbe. Rein darf also, wer geimpft, genesen oder getestet ist. Für Diskos, Clubs und Großveranstaltungen gilt 2G+, also geimpft oder genesen plus Test. Wer geboostert ist, darf so rein. Bei Großveranstaltungen in Innenräumen gilt, 60% der maximalen Auslastung ist erlaubt, aber nicht mehr als 6.000 Zuschauende. Im Freien ist mehr drin, 75% Auslastung, maximal 25.000 Zuschauende. Ab dem 20. März sollen dann alle tiefgreifenden Schutzmaßnahmen wegfallen, wenn die Lage in den Krankenhäusern das zulässt. Auch die Homeoffice-Pflicht soll dann entfallen. Nicole, das ist ja jetzt nicht so ein Freedom Day, wie er in anderen Ländern ausgerufen wurde. Heute kam die Nachricht, dass Österreich jetzt am 5. März fast alle Regeln aufheben will. Die Schweiz schon morgen. Bei uns wird das dann nicht so sein. Bei uns wird das eher so Freedom Step by Step. Genau, das ist das, worauf die Zeichen gerade stehen. Wenn es nach der FDP ginge, wären wir da auch schneller, andere sagen radikaler, aber das ist jetzt dieser Plan. Das ist ja ganz interessant. Seit Olaf Scholz Kanzler ist, laufen diese MPKs ja anders ab. Wir beide haben das ja auch schon öfter hier gemacht und auch länger mal abends gesessen und gewartet. Das, was wir jetzt gerade im Stück von Julia Schröter gesehen haben, das kursiert ja schon seit Tagen und deswegen war die Marschroute klar. Man stimmt sich also vorher ab, um möglichst wenig am MPK-Tag selber zu streiten und möglichst zügig zur Sache zu kommen. Und alle sind sich ja einig darin, dass es jetzt eine Perspektive mit Blick auf den Frühling, auf den Sommer, also auf wärmere Temperaturen. Wir wissen, das ist der natürliche Feind der Aerosole, geben muss. Es muss jetzt die Perspektiven geben zum Lockern. Ich habe es gerade gesagt, zum einen eben einfach, weil es möglich ist, weil wir wieder mehr im Freien sein werden. Aber was natürlich auch soweit dazu gehört ist, es stehen Landtagswahlen an in einigen Bundesländern. Und die Politik setzt darauf, sich doch eher beliebt zu machen mit Lockerungsperspektiven. Und was denkst du, über welche Punkte gibt es heute die größten Diskussionen? Denn so groß ist die Einigkeit am Ende des Tages ja dann oft doch nicht. Ja,
Ich habe ja gerade das Wort Perspektiven schon genannt. Was auch interessant ist, das ist natürlich auch nach zwei Pandemiejahren ein großer Unterschied zur vorherigen Regierung, die ja mit einer völlig neuen Ausgangslage konfrontiert war. Es ist auch eine Perspektive drin in dieser Beschlussvorlage, über die wir gerade reden, für den Herbst. Man weiß, wenn die Temperaturen wieder sinken, wird die Lage wieder schwieriger. Und es gibt unterschiedliche Papiere, eins aus dem Robert-Koch-Institut und es gibt auch eines in England von dem Gremium, das die dortige Regierung berät, in denen Szenarien durchgespielt werden, was kann passieren. Und in dem britischen Papier, das wohl viel konkreter ist als das deutsche aktuell, geht es von der optimistischste Fall ist, wir sind tatsächlich mit der Pandemie durch, es ist eine Endemie, bis hin zur pessimistischsten Annahme, nämlich dass ein viel schwereres, ein wieder gefährlicheres Virus beziehungsweise eine gefährlichere Variante von Covid wieder auftaucht, wie zum Beispiel Delta es ja war im Vergleich zu Omikron. Das heißt, man will sich mit dieser Beschlussvorlage auch darauf vorbereiten, man will besprechen, wie gehen wir nach dem Sommer vor, wenn sich die Lage wieder verschärfen sollte? Und da ist jetzt zu hören, gibt es Schwierigkeiten, interessanterweise wohl innerhalb der Ampelkoalition, weil da wohl auch die FDP anscheinend einen lockereren Kurs fahren will, beziehungsweise jetzt erstmal noch gar nicht mitziehen möchte. Wie gesagt, dem Vernehmen nach, das ist noch nicht fix. Und erstmal, tja, eher auf Lockerung setzt, statt auf Überlegungen, die schon wieder ein bisschen den Blick trüben könnten. Ist natürlich klar, dass niemand die Stimmung irgendwie vermiesen will, aber natürlich, wie du sagst, Genau. Gesundheitsminister Lauterbach rechnet ja ganz fest mit einer neuen Welle im Herbst, heißt es. Was denkst du, es geht ja vor allem darum, nicht wieder in so eine Situation reinzurauschen, in die wir jetzt diesen Herbst, Winter gekommen sind. Was könnten da die Maßnahmen sein? Ja, das ist eine gute Frage. Also man muss es ja gesetzlich irgendwie festlegen, beziehungsweise sich Optionen hinlegen, so jedenfalls anscheinend der Großteil der Ampel oder der Meinung der Ampel. Was tun wir, wenn? Und der berühmte Werkzeugkasten, dieses Wort haben wir ja in den letzten 2 Jahren ziemlich oft gehört, der ist ja da. Es wird vermutlich wieder darum gehen, Inzidenzen zu definieren und Maßnahmen zu definieren, die ab einer gewissen Inzidenz greifen. Will man die Inzidenz denn als das Parameter betrachten, das das weitere Handeln bestimmt? Wir hatten uns ja auch schon mal mit dem Hospitalisierungsindex zu tun, der eine Zeit lang das Maß der Dinge sein sollte, beziehungsweise das Handeln anleiten sollte. Und was dann gemacht werden kann, haben wir gesehen, Kontaktbeschränkungen, die ja im Moment auch noch gelten, Beschränkungen für den Einzelhandel, eine Teststrategie, ein Testregime, das eventuell wieder hochgefahren wird. Im Moment hat sich ja gerade verändert, wann habe ich Anrecht auf einen PCR-Test? Also da gibt es viele Möglichkeiten und es gibt sicherlich viele Möglichkeiten, die noch gar nicht angedacht worden sind. Es ist ja ein lernendes System. Wir alle sind ja ein lernendes System in Bezug auf Corona, denn auch wenn es uns schon ewig vorkommt, das ist ja alles noch sehr neu. Absolut. Und ich glaube, wir versprechen nicht zu viel, wenn wir sagen, das wird heute wahrscheinlich mal wieder eine der spannenderen Bund-Länder-Runden, weil sie einfach für uns alle wieder vieles verändern wird. Und was genau, das werden wir dann gleich sehen. Nicole, vielen Dank für den Moment. Du bleibst jetzt die ganze Zeit bei uns und wir werden auch später dann nochmal über die Beschlüsse reden. Wir wollen jetzt mal nach Dänemark schauen. Dänemark hatte ja Anfang Februar schon seinen Freedom Day und da möchte ich gerne mit Hermann Berndt im ZDF-Landesstudio Kiel sprechen, das für die Berichterstattung in Dänemark zuständig ist. Hallo Hermann, grüße dich. Ja, moin von der Kieler Förde. Hermann, ihr wart vor ein paar Tagen in Dänemark und da wird jetzt keiner mehr nach seinem Impfstatus gefragt. Da werden keine Masken mehr getragen. Wie habt ihr das erlebt? Ist das irgendwie so ein Stück Parallelwelt? Ja, es ist schon bizarr. Also die dänische Grenze ist ja nicht weit weg, nur gute Dreiviertelstunde mit dem Auto, 85, 90 Kilometer. Wir fahren da halt öfter mal hin, auch um die Stimmung einzufangen.
Dänemark war ja immer so ein paar Wochen vor uns, auch mit der aktuellen Omikron-Welle. Da ging es so richtig Ende November, Anfang Dezember los, alles so ein bisschen mit Zeitverzögerung. Und jetzt ist halt seit 1. Februar die große Öffnung. Und wenn man durch die Städte geht, durch die Einkaufsstraßen, ist es irgendwie alles wie vor dem Februar 2020. Also es ist, sind Bilder wie aus einer anderen Welt. Die Cafés sind offen, die Leute sitzen ohne Maske dort, in den Geschäften ist viel los. Und man hat auch so den Eindruck, dass die Leute nach wie vor, auch nach etwas mehr als 2 Wochen Freedom Day, du hast es gesagt, sehr glücklich darüber sind. Endlich, als wäre so ein Korken aus der Flasche geflogen. Also die Leute freuen sich, aber es mischt sich auch so ein bisschen eine andere Stimmung rein. Vielleicht kann ich das gleich noch erklären. Genau, das wäre meine Frage gewesen. Ihr habt mit den Menschen dort gesprochen. Wie stehen genau. die hinter dieser Aufhebung der Maßnahmen? Also gibt es da auch kritische Stimmen? Ja, es gibt, vielleicht kann ich das so beantworten. Es gibt eine aktuelle Studie eines Forschers, der heißt Petersen, kommt aus Kopenhagen, der hat das Verhalten der Dänen während der ganzen Pandemie jetzt untersucht. Und das Auffällige und Erstaunliche an dieser Untersuchung ist, dass die Dänen vorher große Angst hatten, dass das Gesundheitswesen implodiert. Diese Angst ist irgendwie weg, sondern jetzt ist eher die Angst da durch extrem hohe Infektionszahlen, also täglich ungefähr 45.000 Infizierte bei 6 Millionen Einwohnern, aktuell Inzidenzen, die bei 5.500 liegen. Jetzt ist die Angst da, dass man sich selbst infizieren könnte. Und diese Angst ist eher bei den Jüngeren da, die natürlich auch viel mobiler sind. Die Älteren, die auch sehr hohe Impfquoten vorweisen, auch da noch vielleicht eine Zahl. Bei den über 60-Jährigen liegt das bei weit über 90%. Also bei die sind eher zurückhaltend. Also die Angst, sich zu infizieren, ist bei den Jungen vorhanden. Und in diese gute Stimmung mischt sich so ein bisschen mulmiges Gefühl, erwischt es mich jetzt, wie sieht es aus? Und gleichzeitig steigen auch die Todeszahlen wieder in Dänemark, was ja irgendwie Modellierer vorausgesehen haben werden. Warum ist die Regierung trotzdem diesen Schritt gegangen? Ja, die Todeszahlen steigen, aber sie steigen natürlich nicht so rasant, immer im Verhältnis. Und das hat auch mit dem von mir eben erwähnten Inzidenzen zu tun. Also die Experten sagen, wenn sich so viele Menschen anstecken, fällt auch auf einmal in den Krankenhäusern auf, dass es wesentlich mehr Menschen gibt, die infiziert sind, die wegen ganz anderer Beschwerden in die Krankenhäuser kamen. Und man stellt fest, dass sie Corona haben, hier ja auch in Dänemark jetzt vorwiegend auch diese BA2-Variante, also eine Untervariante von Omikron. Und das wird als Begründung für die steigenden Todeszahlen angegeben. Aber es wird auch von der Gesundheitsbehörde gesagt, das Gesundheitssystem ist stabil. Es gäbe eine Entkoppelung zwischen den Inzidenzen und den Einweisungen in die Krankenhäuser. Und genau diese Entkopplung ist ja der Hauptgrund für die Öffnung. Andere skandinavische Länder sind dem Modell von Dänemark gefolgt. Weitere Länder tun das auch gerade. Wir haben gerade von Österreich und der Schweiz gesprochen. Wäre das denn auch für Deutschland ein denkbares Modell? Ja, es wird ja in Teilen sogar hier in Schleswig-Holstein übertragen. Wir haben also hier im nördlichsten Bundesland der Bundesrepublik ähnliche Impfquoten wie in Dänemark. Die Krankenhausbelegung ist auch sehr gering. Von daher könnte man das sagen. Aber es gibt natürlich auch von Experten, selbst in Dänemark, kritische Stimmen, ob man nicht, sagen wir, 1-2 Wochen zu schnell geöffnet hat, weil natürlich auch durch die hohen Inzidenzen auch deutlich mehr Menschen in die Krankenhäuser kommen, zwar nicht in die Intensivstationen, aber sich mit ihren Beschwerden melden. Und einen Vorteil haben die Dänen uns gegenüber, wie ich finde. Sie haben ein geniales digitales Krankenhaussystem, also so die digitale Krankenakte. Man weiß also bei den Behörden exakt Bescheid, wie es aussieht im Land, und dann natürlich die deutlich niedrigere Einwohnerzahl als bei uns. Also Vergleiche sind da immer schwierig, aber ich würde sagen, in der Tendenz ist eine Übertragbarkeit möglich.
Trotz allem muss man ja sagen, dass in Dänemark jetzt diese Durchseuchung eigentlich ja wirklich Teil der Strategie ist, um aus der Pandemie rauszukommen. Das ist ja eigentlich genau das, wovor in Deutschland WissenschaftlerInnen immer warnen. Wie erklärst du diesen Gap? Also wie kann ein Land das so sehen und das andere Land sieht es komplett anders? Also ich würde es jetzt aus meiner Sicht und der Beobachtung jetzt in den vergangenen 2 Jahren so erklären. Einmal ist es die von mir erwähnte niedrigere Einwohnerzahl, 6 Millionen. Und jetzt kommt eine erstaunliche Zahl, die wenige in Deutschland kennen. Fast 2,5 Millionen Dänen sind inzwischen mit Corona infiziert. Und der andere Teil der Bevölkerung ist fast durchgeimpft. Also die haben eine Boosterquote von fast 64-65% inzwischen. Das heißt, die Gesundheitsbehörde sagt, wir haben hier eine Grundimmunität inzwischen vorliegen. Und das ist, glaube ich, auch der wesentliche Faktor und der wesentliche Unterschied zu Deutschland. Und in Dänemark geht man ja dann sogar so weit, dass man sagt, dass man jetzt so langsam von einer Impfkampagne abrücken kann. Ja, auch das ist erstaunlich, weil die Ministerpräsidentin sagt ja Ende Januar, als sie den Freedom Day fast euphorisch ankündigte, ja, einer der Hauptgründe für unseren Erfolg ist die gigantische Impfkampagne. Und es gab auch keine Proteste in der Bevölkerung. Also da sind die Menschen in Skandinavien irgendwie etwas gelassener und cooler als bei uns, habe ich den Eindruck. Aber Mein Eindruck ist jetzt, man sagt, okay, wir haben diese Grundimmunität, von der ich sprach. Und die Überlegung ist jetzt, man hatte mal nachgedacht, ja, 4. Impfung für die Älteren und weiter boostern bei den Jüngeren. Da geht man von ab, weil man jetzt bei der Gesundheitsbehörde und bei der Politik glaubt, wir haben diese Grundimmunität, da können wir das langsam auch zurückfahren. Was ich aber spannend finde, ist das, was die Kollegin aus Berlin, die Nicole, eben sagte. Was ist dann im Herbst? Also da entdecke ich in Dänemark im Moment noch keine Strategie. Vielen Dank, Hermann Bernd, für deine Schilderungen aus Dänemark. Mach's gut. Vielen Dank. Tschüss. Also, soweit der Blick in ein Land, das beschlossen hat, dass Corona dort kein Thema mehr sein soll. Bei uns ist das noch nicht so. Und damit wieder zurück zu Nicole Diekmann in Berlin. Nicole, auch hier nochmal ganz kurz der Blick nach Dänemark. Wir haben es gerade gehört, in Dänemark möchte man, dass Covid-19 keine gesellschaftsbedrohende Krankheit mehr ist. Gibt es Teilnehmende in dieser Bund-Länder-Runde heute Nachmittag, die das auch so unterschreiben würden? Naja, also das nochmal, kannst du die Frage nochmal stellen? Die habe ich, glaube ich, inhaltlich nicht richtig verstanden. In Dänemark ist es ja so, dass man sagt, Covid-19 ist jetzt keine Krankheit mehr, die quasi die Gesellschaft existenziell bedroht. Und ob es in dieser Bund-Länder-Runde, die heute Nachmittag zusammensitzt, Leute gibt, die sagen würden, ja, unterschreibe ich so. Ich glaube, so weit würde meines Wissens nach niemand gehen, der da heute in der Runde sitzt. Aber wir haben es ja gerade auch schon von meinem Kollegen gehört aus Schleswig-Holstein. Da will man weitergehen als das, was wohl gerade beschlossen wird oder wurde in Berlin laut ersten Eilmeldungen und sogar die Maske abschaffen ab Ende März. Zumindest fasst man das ins Auge. Jetzt muss man dazu aber wissen, erstens, haben wir ja auch gerade schon gehört, die Impfquote liegt über dem Bundesdurchschnitt in Schleswig-Holstein. Und zweitens ist da die Belegung der Krankenbetten ziemlich niedrig. Und drittens, das gehört auch dazu, in Schleswig-Holstein wird gewählt. Das heißt, da spielen also auch knallharte politische Interessen eine Rolle. Das trifft auch auf Markus Söder zu. Wir erinnern uns, Markus Söder, bayerischer Ministerpräsident, lange Team Vorsicht, der große Mahner. Der saß ja auch am Ende vieler MPKs dann vorne als stellvertretender und vorher Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz bei den Pressekonferenzen und hatte immer die Rolle desjenigen inne, der warnte und mahnte und dafür auch zum Teil kritisiert wurde als
zu streng. Von dieser Position hat er sich inzwischen verabschiedet und findet, man müsse sich jetzt mit einer veränderten Lage auch über veränderte Maßnahmen, sprich Lockerungen, unterhalten. Omikron sei ja nun wirklich nicht zu vergleichen mit Delta. Auch Markus Söder möchte gewählt werden. Kommendes Jahr wird in Bayern gewählt. Und die Umfragewerte von Markus Söder zeigen, die meisten Menschen in Bayern gutieren seinen Kurs nicht. Also da sitzen heute durchaus Leute am Tisch, die relativ weit gehen wollen, was Lockerungen angeht. Das heißt, um die Wortschöpfung von Ministerpräsident Söder nochmal zu bemühen, da wird sich dann voraussichtlich heute eher Team Freiheit durchsetzen. Wir haben eine Frage von Joachim Keller auf Facebook. Warum denn ein Stufenplan? Bei uns nur geredet, geredet, geredet und andere Länder machen komplett auf. Naja, also über die Vergleichbarkeit mit anderen Ländern haben wir ja eben auch schon was gehört. Und das ist natürlich auch dem Umstand geschuldet, dass man dann erstmal gucken möchte, wie entwickelt sich denn dann eigentlich die Lage. Das ist der eine Grund, würde ich denken. Was passiert, wenn wir Schritt 1 vollziehen? Also Schritt 1 wäre ja zum Beispiel, dass für Geimpfte und Genesene die Kontaktbeschränkungen wegfallen und im Einzelhandel dann auch der 2G-Status wegfällt, sofern er überhaupt noch besteht. Der ist ja auch in einzelnen Ländern schon gar nicht mehr existent, zum Teil auch gekippt worden. Und zum anderen, ganz einfach, es wird wärmer. Unser Leben wird sich wieder zunehmend nach draußen verlagern. Und wir wissen, je mehr wir draußen sind, desto schwerer hat Corona es, sich weiter zu verbreiten. Wir haben das ja eben gesehen in dem Stück von Julia Schröter, da ist die Rede von Öffnungsschritten eben in 3 Stufen und dann hört man dann von 3G, von 2G, von 2G plus. Es wird, das kann man glaube ich jetzt schon sagen, wieder eine große Herausforderung für die Bürgerinnen und Bürger, alles zu verstehen und die Veränderungen irgendwie dann auch parat zu haben. Es klingt alles schon wieder ein bisschen kompliziert. Ja, das ist es ja seit 2 Jahren und mit dem, was du gerade gesagt hast, hätten wir ja eigentlich alle schon genug zu tun. Aber es wäre ja fast schon ein kleines Wunder, würde das, was da heute beschlossen wird, sagen wir mal, die Öffnungsschritte kommen jetzt 1:1 so, wie wir sie eben im Beitrag gesehen haben. Es wäre ein Wunder, würde es bundeseinheitlich dann auch komplett so durchgezogen. Also Werkzeugkasten ist ja ein Stichwort, das ich eben genannt habe, das wir jetzt wirklich schon sehr, sehr oft gehört haben. Das hat ja schon Trinkspielcharakter. Und Flickenteppich ist ja ein weiterer Begriff, den wir in dieser Pandemie sehr oft gehört haben, aber nicht sehr zu schätzen gelernt haben, weil die Unübersichtlichkeit dadurch natürlich noch größer geworden ist und teilweise ja auch es schwierig war, dann die Logik überhaupt noch nachzuvollziehen. Warum ist in einem Land es anders als im anderen? Vor allem, wenn Leute hin und her fahren, wenn Menschen pendeln, beruflich bedingt. Also von daher, ja, es wird sicherlich nicht übersichtlich werden. Es war es ja noch nie. Und wir sehen hier gerade die Pressekonferenz, wir sehen die leeren Stühle, dass sie noch nicht begonnen hat. Und da würde ich sagen, dann nehmen wir uns doch gerade die Zeit und senden das Stück von Karl Hinterleitner, der eben diese politische Diskussion und dieses Hin und Her zusammengefasst hat. Es geht um Lockerungen und es geht um Gemeinsamkeit zwischen Bund und Ländern. Da passte es nicht, dass Einzelne frühzeitig vorpreschten. So kippte Berlin die 2G-Regel im Einzelhandel. Hamburg kündigte das Ende der Sperrstunde an, alles vor der heutigen MPK. Und auch Bayern teilte gestern mit, dass Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene nicht mehr gelten. Es schien, als könnte es Markus Söder nicht schnell genug gehen. Wir sind Team Vorsicht und Team Freiheit, aber nicht Team Stur. Wir setzen deswegen heute auch im bayerischen Kabinett sowohl ein Signal in Richtung der MPK, aber machen auch unsere eigenen Maßnahmen. Trotz solcher Alleingänge sieht der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz die Einigkeit der Länder nicht gefährdet. Wenn Sie sich die Regelung anschauen, dann sehen Sie, es ist ziemlich genau das, was wir jetzt besprechen, was alle Länder jetzt machen werden. An einigen Stellen laufen die Verordnungen eben früher aus, die Kabinette tagen, aber wir sind da ziemlich gleichmäßig unterwegs.
Die Rechtsgrundlage der Corona-Maßnahmen, das Infektionsschutzgesetz, läuft am 19. März aus. Ein Freedom Day, an dem alle Regeln fallen, soll danach aber nicht kommen. Das Virus richtet sich nicht nach dem Kalender. Wir müssen achtsam bleiben, auch nach dem 19. Deswegen sollten wir eben nicht alles über Bord werfen, was sich in den letzten Monaten bewährt hat. Hendrik Wüst und andere sprechen sich auch für eine allgemeine Impfpflicht aus, sowie für eine Erhöhung der Impfquote. Die sei nötig, damit das Land auch auf weitere Varianten des Virus vorbereitet ist. Also, es bleibt kompliziert. Stichwort Impfpflicht, was gerade angesprochen wurde. Wie will sich die Runde da heute positionieren? Ja, das ist eine der wenigen eckigen Klammern, die noch in der Beschlussvorlage zu sehen ist. In diesen eckigen Klammern, die ja immer ein Zeichen dafür sind, dass noch etwas strittig ist, beziehungsweise noch nicht wirklich Einigkeit erzielt worden ist in den Gesprächen vor dieser Ministerpräsidentenkonferenz, da findet sich das Wort Impfregister. Das ist jetzt ein Vorstoß aus der Union. Ein Impfregister zu schaffen, das bedeutet, es wird zentral, da klingeln ja oft die Alarmglocken bei uns Deutschen, Stichwort Datenschutz, es wird zentral, so die Vorstellung, erfasst, bei den Krankenkassen zum Beispiel, wer ist geimpft, wer ist wie oft geimpft, wer müsste mal wieder geimpft werden, wer ist überhaupt noch nicht geimpft. Und dann gibt es eben den Vorschlag, sollen diejenigen über 18, es geht immer um über 18-Jährige, angeschrieben werden, kontaktiert werden und dann informiert werden beziehungsweise dazu bewogen werden, geimpft zu werden. Die Impfpflicht war ja mal, oder sagen wir es anders, die Impfpflicht hat ja eine sehr abenteuerliche Geschichte jetzt schon. Sie ist kategorisch ausgeschlossen worden im Wahlkampf. Dann wurden diese Versprechen tatsächlich gebrochen von der Politik. Da hieß es dann auf einmal doch, wir brauchen die Impfpflicht. Das waren veränderte Vorzeichen, keine Frage. Aber das Versprechen war gemacht worden, ohne große Not. Und da ruderten viele zurück. Den längsten Weg hatte da die FDP zurückzulegen, die damit auch Wahlkampf gemacht hatte. Und nun wackelt diese Impfpflicht wieder. Und nun, wie gesagt, gibt es zum Beispiel eben diesen Vorschlag des Impfregisters, um darüber dann die Menschen anzuschreiben und dann das Problem vielleicht erstmal zu verlagern, beziehungsweise das Thema zu verlagern. Das steht heute also auch auf der Tagesordnung, wie gesagt, mit eckigen Klammern. Aber was eben auch in der Beschlussvorlage steht, ist, Impfen hilft. Es gibt ja jedes Mal, das werden wir auch heute sehen, auf der Pressekonferenz wieder den Appell an alle Bürgerinnen und Bürger, sich impfen zu lassen. Denn die Impfkampagne hier in Deutschland läuft ja nicht so, wie sie laufen sollte. Es geht da jetzt vor allem im Moment in der Debatte um die sogenannten vulnerablen Gruppen, um die Menschen ab 60. Da sind 3 Millionen Menschen noch nicht vollständig geimpft. Und ich habe heute Morgen noch mal nachgeguckt, 2,8 Millionen von denen, also der überwiegendste Teil ist noch nicht mal zweimal geimpft. Das heißt, wir reden da nicht von Leuten, die die Boosterimpfung vielleicht einfach noch nicht haben vornehmen lassen, sondern die tatsächlich nicht geimpft sind. Und da ist die Sorge eben groß, dass man die, sollte eine neue Welle kommen, nicht vernünftig schützen kann. Die Impfpflicht wird hier benannt in der Beschlussvorlage und dann steht da halt drin, Bund und Länder werden weiter intensiv für das Impfen werben und leicht zu erreichende Impfangebote machen. Man hat so ein bisschen den Eindruck, so langsam gehen die Ideen aus für die Impfkampagne. Kann das sein? Wie siehst du das? Ja, das sieht so aus. Das sieht so aus. Also Olaf Scholz hatte als Kanzler ja auch Versprechen gemacht, Zahlen genannt, konkrete Zahlen. Das machen Politiker ja eigentlich nicht so gerne. Ziele tatsächlich so klar zu definieren, denn dann ist auch sehr klar nachzuweisen, wenn solche Ziele nicht erreicht worden sind. Und das musste er ja relativ schnell einräumen, dass also die Zahl der Boosterimpfungen zu dem Zeitpunkt, den er genannt hatte, nicht vorgenommen worden waren. Also von daher ist bleibt bei Appellen, sonst würden wir über eine allgemeine Impfpflicht jetzt ja auch gerade gar nicht miteinander sprechen. Und selbst die wackelt ja inzwischen ganz gewaltig. Wir sehen, dass die Pressekonferenz immer noch nicht begonnen hat. Wir werden sofort rübergehen nach Berlin, wenn es denn losgeht. Wir kennen das mittlerweile, dass wir da viel Geduld haben müssen, aber es gibt ja auch vieles zu besprechen.
Ich würde gerne noch mal zwei Punkte mit dir durchgehen, die ja relativ spät noch in diese Beschlussvorlage reinkamen. Das eine ist Punkt 8. Und da geht es, da ist jetzt jemand gerade durchs Bild gelaufen, deshalb war ich schon ganz aufgeregt, aber nein, es geht noch nicht los. Soll aber gleich losgehen. Vielleicht können wir diese Frage noch klären. Es geht um den genesenen Status, der jetzt noch mal überarbeitet werden soll. Mhm. Und jetzt sehe ich, wir gehen jetzt rüber nach Berlin ins Kanzleramt. Bundeskanzler Scholz tritt vor und damit gehen wir ab nach Berlin. Meine Damen, meine Herren, ich darf Sie herzlich begrüßen zur Pressekonferenz nach der Zusammenkunft des Bundeskanzlers mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder. Ich darf neben Bundeskanzler Olaf Scholz den Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz Nordrhein-Westfalens, Ministerpräsident Henrik Wüst, und die regierende Bürgermeisterin von Berlin, Franziska Giffey, hier begrüßen. Und wie üblich beginnt der Bundeskanzler. Meine Damen und Herren, wir befinden uns an einem ganz besonderen Tag der Pandemie. Wir können zuversichtlicher nach vorne schauen, als wir das die letzten Wochen konnten. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten Entscheidungen getroffen, die dazu beigetragen haben, dass Deutschland im Verhältnis zu seinen Nachbarländern viel besser durch die aktuelle Virusinfektionswelle gekommen ist. Die Infektionen sind bei uns später erst gestiegen, auch die Infektionen, die mit der Omikron-Variante zusammenhängen. Der Scheitelpunkt ist mittlerweile wohl erreicht. Alle Anzeichen, die wir haben, sprechen dafür, dass genau zu dem Zeitpunkt unserer Zusammenkunft, wie vorhergesehen, das gelungen ist. Und wir können davon ausgehen, dass, wenn alles so bleibt, wie wir das gegenwärtig voraussehen können, wir in den nächsten Wochen eine stetig verbesserte Situation haben. Was gelungen ist, ist, dass es weniger Männer und Frauen gibt, die auf den Intensivstationen behandelt werden müssen, als das ohne alle unsere Maßnahmen der Fall gewesen wäre. Was gelungen ist, ist, wie gesagt, dass die Infektionen geringer gestiegen sind. Und deshalb können wir, glaube ich, sagen, dass wir mit unseren Maßnahmen erreicht haben, was wir wollten. Gesundheit und Leben der Bürgerinnen und Bürger zu schützen, einen Lockdown zu vermeiden und mit den dann aber doch getroffenen Kontaktbeschränkungen dazu beizutragen, dass genau diese Situation von uns jetzt festgestellt werden kann, die wir haben. Also ein gutes Zeichen. Die letzten Wochen und Monate haben die Länder und der Bund gemeinsam offenbar die richtigen Entscheidungen getroffen. Das ist jetzt auch die Grundlage dafür, dass wir optimistische Perspektiven aufmachen können. Und für die Zeit bis zum Frühlingsanfang jetzt in drei Schritten, Stück für Stück, einen großen Teil der Beschränkungen, die gegenwärtig noch in Deutschland gelten, zurücknehmen. Dazu haben sich die Länder und der Bund miteinander verabredet und wollen das koordiniert zwischen den Ländern und dem Bund in den nächsten Tagen und Wochen auch Stück für Stück vollziehen. Ich halte das für einen guten Fortschritt, denn es geht ja vielen Bürgern und Bürgern so wie mir. Irgendwie haben wir nach all diesen langen zwei Jahren auch mal verdient, dass es irgendwie wieder besser wird, und es sieht ein bisschen danach aus, dass wir genau das auch vor uns haben. Wir dürfen bei all dem Optimismus und der Zuversicht, die wir hier verzeichnen, nicht unvorsichtig werden. Deshalb muss man auch klar sagen, die Pandemie ist eben noch nicht vorbei. Die Infektionszahlen sind eben hoch und wir sehen jetzt nur, dass sie wohl demnächst runtergehen. Und deshalb gilt auch immer noch, dass wir alle noch überzeugen müssen, die sich bisher nicht haben impfen lassen. Impfen hilft und schützt am meisten vor den Folgen der Infektion. Und dass wir jetzt im Verhältnis zu vielen anderen besser durch die Omikron-Welle gekommen sind, liegt natürlich auch daran, dass wir viele Geimpfte haben, wenn auch nicht genug, und dass sehr viele geboostert sind im Vergleich zu anderen Ländern, ziemlich viele. Und das beides muss fortgesetzt werden. Deshalb wollen wir jetzt und auch in den nächsten Wochen und Monaten weitermachen mit Impfung, Erstimpfung, Zweitimpfung und Auffrischungsimpfung. Und wir bitten alle, dass sie diese Entscheidung für sich treffen. Der PIKS hilft eben. Außerdem wissen wir, dass wir Vorsorge treffen müssen für die Zeit
wenn der Frühling angefangen hat und all die Maßnahmen, die wir bisher an Beschränkungen ergriffen haben, überwiegend nicht mehr gelten, dass das, was notwendig ist, dann auch noch ergriffen werden kann als Entscheidung der Länder und der zuständigen Behörden. Das gilt für Maske und Abstand halten in bestimmten Rahmen und viele, viele andere Maßnahmen. Die sind hier in dem Beschluss aufgeschrieben und ich zusammen mit der Bundesregierung und allen anderen werde mich dafür verwenden, dass entsprechend dieses Beschlusses in den Gesetzgebungsprozess, der jetzt einsetzt im Bundestag, auch diese Anliegen für die Zeit nach dem Frühlingsbeginn und nach Auslaufen der meisten Maßnahmen aufgegriffen werden, dass Handlungsfähigkeit erhalten bleibt und wir vorbereitet sind für das, was uns begegnen kann. Denn ich habe es gesagt, die Pandemie ist noch nicht vorbei und es kann deshalb die nächste Variante um die Ecke kommen und uns vor ganz neue Herausforderungen stellen. Und dann müssen wir etwas tun können und das ist auch richtig. Wir hatten heute auch erneut einen Vertreter des Expertengremiums dabei, der uns sorgfältig geschildert hat, was dort der Rat ist. Und der ist auch genau so. Wir können das mit den Öffnungsschritten, die wir jetzt machen, wagen. Wir müssen Vorsorge treffen für die Zeit danach. Das gilt insbesondere für Maske und Abstand und manche andere Maßnahmen. Und wir müssen weiter für das Impfen werben. Und genau das wollen wir alles machen. Gestatten Sie mir noch die persönliche Bemerkung, dass ich glaube, dass wir trotz der Zuversicht, trotz der Tatsache, dass wir jetzt in einen Frühling hineinkommen, wo wir viele Beschränkungen hinter uns lassen und die Sache besser wird, nicht vergessen dürfen, dass es auch den nächsten Herbst und Winter gibt. Und deshalb bleibt es richtig, nicht nur weiter fürs Impfen zu werben, sondern auch die Gesetzgebungsmaßnahmen im Hinblick auf eine allgemeine Impfpflicht vorzubereiten. Sie wird genau dann notwendig sein, wenn das Wetter wieder kälter wird, wenn die Zeit wieder dunkler wird und wenn die Infektionen wieder zunehmen können. Und das ist die Aufgabe, die wir dann auch noch vor uns haben. Vielen Dank. Als nächstes Herr Wüst, bitte sehr. Ja, vielen Dank. Wir stehen in der Tat an einer Stelle, an dem wir verantwortungsvoll und vorausschauend Öffnungsperspektiven schaffen können, Grundrechtseingriffe zurücknehmen können. Wir müssen dabei Öffnungen und Achtsamkeit miteinander verbinden. Es besteht derzeit Grund zur Hoffnung, dass sich die Omikron-Welle langsam zurückziehen wird. Eine Überlastung des Gesundheitssystems ist aus Sicht der Experten derzeit nicht zu befürchten. Und deswegen befinden wir uns jetzt in einer neuen Phase der Pandemie. Das heißt, Öffnungen werden möglich, die Rücknahme von Grundrechtseingriffen wird möglich, aber wir müssen eben auch in dieser Phase achtsam bleiben. Das bedeutet vor allen Dingen, dass verantwortungsvolle Öffnungsperspektiven verbunden sein müssen mit einem guten Basisschutz. Wenn der Bundestag nicht aktiv handelt, laufen ab dem 20. März alle Schutzmaßnahmen aus. Dann fallen schlicht alle Maßnahmen, die wir bisher noch kennen, weg. Die Pandemie richtet sich aber nicht nach dem Kalender. Und wir dürfen deshalb nicht alles hoppla hopp über Bord werfen, was sich in den letzten Monaten bewährt hat und ja auch zu den vom Bundeskanzler gerade zu Recht erwähnten Erfolgen geführt hat. Alle Länder sind sich deshalb einig, dass wir einen Basisschutz brauchen, um die Öffnungen abzusichern, auch über den Frühlingsanfang hinaus, der verhindert, dass die Infektionszahlen dann wieder steigen und im Falle eines Ansteigens der Infektionszahlen sofort auch verfügbar ist. Aus Sicht der Länder brauchen wir deshalb aus der Sammlung der bewährten Schutzmaßnahmen insbesondere Maskenpflicht, Abstandsregeln, Hygienekonzepte, Test und zumindest die Möglichkeit, in besonders gefährdeten Bereichen Testpflichten und Nachweispflichten vorzusehen. Hier geht es immer darum, dass wir eine Rechtsgrundlage dafür brauchen, die man dann natürlich nur zieht, wenn sie wirklich notwendig ist. Einige dieser Möglichkeiten brauchen wir im Übrigen auch für einen stabilen Schul- und Kita-Betrieb. Die Länder haben die Bundesregierung gebeten, für den Basisschutz eine sichere Rechtsgrundlage zu schaffen, damit wir eben jederzeit handlungsfähig wären, wenn notwendig. Auch wenn der Bundeskanzler den Katalog in Summe jetzt nicht förmlich mittragen konnte, bin ich ihm doch dankbar, auch für seine gerade getätigte Aussage, dass er sich innerhalb der Koalition im Bund persönlich für diese Vorstellung der Länder einsetzen will. Wir haben Respekt vor den Mehrheiten hier im Parlament, aber lassen Sie mich auch sagen, es hat sich in den letzten Monaten der Pandemie immer bewährt,
wenn Bund und Länder eng zusammengearbeitet haben, auch wenn es hier und da mal schwierig wurde. Und das ist auch beim Basisschutz wichtig. Wir brauchen Verlässlichkeit und Klarheit in der Pandemiepolitik. Das gilt auch bei Fragen, wie viele Monate ein Mensch seinen genesenen Status hat. Das Hin und Her in den letzten Wochen war nicht gut. Es hat viele Menschen verunsichert und das muss beendet werden. Solche Entscheidungen können auch nicht einfach auf der Homepage vom RKI, das ich ansonsten sehr schätze, kommuniziert werden, ohne dass irgendjemand da vorher nochmal drauf guckt. Deshalb sollen die Regeln zum genesenen Status in Zukunft wieder in einem geordneten Verfahren der Rechtsetzung erfolgen. Es geht darum, dass die Regeln praktikabel und umsetzbar sind. Deswegen müssen dabei auch die Länderrechte gewahrt sein. Achtsamkeit heißt auch, Öffnungen zwischendurch zu überprüfen. Wir haben ja die Schritte gemacht, damit zwischendurch 14 Tage Zeit ist, in denen man schauen kann. Und so haben wir es auch verabredet, in beide Richtungen schauen kann, ob die Maßnahmen lageangemessen sind. Ein klarer Kurs ist hier wichtig. Die Öffnungen sind richtig. Ich hätte mir aber gewünscht, dass wir uns zu der Frage, gehen wir den nächsten Schritt oder müssen wir vielleicht umkehren, auch terminlich konkret verabredet hätten. Denn es wäre nicht klug, jetzt zu lockern und dann es einfach weiterlaufen zu lassen, selbst wenn unterwegs sichtbar wird, dass vielleicht ein bisschen Tempo rausnehmen wichtig wäre. Wir müssen achtsam bleiben, um die ersten Schritte der Öffnungen nicht zu gefährden. Wir müssen achtsam bleiben, weil gerade besonders schutzbedürftige Personengruppen von schweren Verläufen betroffen sind und auch in Zukunft betroffen sein können. Wir müssen achtsam bleiben, weil in Teilen Deutschlands die ältere Bevölkerung nicht über einen so hohen Impfschutz verfügt wie in anderen Ländern. Und deshalb möchte ich hier auch nochmal ausdrücklich sagen, neben dem Basisschutz muss weiterhin gelten, impfen, impfen, impfen. Das ist die zweite Leitplanke für die Öffnungsoptionen und für die Öffnungsschritte. Wir müssen weiterhin gemeinsam daran arbeiten, die Impflücken zu schließen, auch mit Blick auf den Herbst. Der Expertenrat hat uns dazu auch klare Hinweise gegeben, dass damit zu rechnen ist, dass die Pandemie eben nicht vorbei ist. Das Impfen bleibt der richtige Weg raus aus der Pandemie und um Menschenleben zu schützen. Wir reden ja viel über diejenigen, die durchs ganze Land spazieren gehen. Ich will mal über die reden, die zum Impfen gehen. Das ist ein starker Beitrag zu Solidarität und Freiheit für alle. Und deshalb sage ich all denen, die sich haben impfen lassen und sich jetzt vielleicht auch kurzfristig überlegen, ganz herzlichen Dank dafür. Dann als nächstes Franziska Giffey. Ja, vielen Dank, meine Damen und Herren. Heute ist ein wichtiger Schritt und auch ein neuer Schritt gegangen worden. Ein Dreisprung, den wir vereinbart haben, in drei Schritten eben vorzugehen für die Öffnungsperspektiven. Das ist etwas, was sehr erwartet wird in der Bevölkerung und was sich auch glücklicherweise durch die aktuell abflachende Omikronwelle und die Tatsache, dass wir den Scheitelpunkt erreicht bzw. überschritten haben, auch rechtfertigen lässt. Und deshalb ist es notwendig, dass eben in dem Moment, wo die Lage sich entspannt, wo die Situation in den Krankenhäusern, auf den Intensivstationen beherrschbar ist, auch in allen anderen Bereichen der kritischen Infrastruktur, das will ich ganz deutlich sagen, denn darum ging es uns immer, die kritische Infrastruktur im Gesundheitsbereich und darüber hinaus zu sichern. Wenn diese Situation beherrschbar ist und sich entspannt, dann ist es notwendig, auch Schritte der Verhältnismäßigkeit zu gehen, Schritte der Rücknahme von Einschränkungen, Schritte von Öffnungen und Lockerungen und dies verantwortungsvoll zu tun. Das ist schon deutlich geworden. Deshalb ist heute für den Schritt 1 eben die Lockerung bei privaten Zusammenkünften beschlossen worden. Auch das, was die 2G-Regel im Einzelhandel betrifft, das ja schon in vielen Bundesländern auch im Vorgriff der heutigen Ministerpräsidentenkonferenz umgesetzt oder vorbereitet worden ist. Die Rücknahme von 2G im Einzelhandel und die Ersetzung dieser Regelung durch die FFP2-Maske, eine sehr diskutierte Maßnahme, die heute hier beschlossen worden ist, generell als Regelung im ersten Schritt. Und dann eben in Schritt 2 ab dem 4. März die
Lockerungen und die 3G-Regeln für Gastronomie und Hotellerie, die Lockerungen für Diskotheken und Clubs und andere Tanzlustbarkeiten, aber auch weitere Öffnungsperspektiven und erweiterte Perspektiven für die Großveranstaltungen und dann eben mit dem 20. März dann der Wegfall der tiefgreifenden Schutzmaßnahmen. Das sind Schritte, auf die wir uns sehr, sehr einvernehmlich verständigt haben. Es ist gut, dass das stufenweise geschieht, dass eben nicht von einem Tag auf den anderen Dinge verändert werden, sondern dass wir jetzt einen klaren Plan haben, einen klaren Plan für die nächsten 4 Wochen, klare Perspektiven, die wir auch kommunizieren wollen und die nachvollziehbar sind für die Bevölkerung. Und dann eben aber auch, und das hat Kollege Wüster dargestellt, die Perspektive über den 20. März hinaus. Wenn wir uns jetzt auf diese Wegstrecke, auf diese Reise begeben, hin zu mehr Öffnung, hin zur Rückkehr in die Normalität, dann ist es wichtig, dass wir auch über den 20. März hinaus den sprichwörtlichen Sanikasten im Kofferraum haben, der eben sichert, dass wenn ein Notfall geschieht, wir sofort handlungsfähig sind. Und das ist ein großes Anliegen der Länder, das heute auch geäußert worden ist, die Handlungsfähigkeit im Notfall, die Handlungsfähigkeit, wenn wir ein Ausbruchsgeschehen haben, die Handlungsfähigkeit in bestimmten Situationen, eben klar zu sagen, es gibt Regelungen für die Maske, es gibt Regelungen für die Tests und es gibt auch Regelungen für Nachweispflichten, getestet, genesen, geimpft. Das wird nötig sein als Basisinstrumentarium, dass wir sehr zügig diese Möglichkeiten auch haben und regional bezogen dann diese Schritte auch gehen können. Und mit diesem Sanikasten im Kofferraum können wir uns optimistisch, verantwortungsvoll, verhältnismäßig und wirksam auf den Weg machen. Und wir können diese Schritte, diese wichtigen Perspektiven nicht nur aufzeigen, sondern sie auch umsetzen. Und deshalb ist heute wirklich ein guter Tag für die Perspektive der kommenden Wochen. Ich bin sehr froh darüber, dass wir diese Beschlüsse so gefasst haben. Es wird jetzt darum gehen, dass der Umfang der Basisschutzmaßnahmen auch dann im Bundestag durch Bundesgesetzgebung entsprechend geregelt wird, dass wir eben ein Mindestinstrumentarium nach dem 20. März auch in den Ländern unmittelbar in der Hand haben. Das wird jetzt geschehen. Wir begrüßen das sehr. Und ich glaube, dass wir mit diesen klaren Regelungen jetzt auch den verschiedenen Branchen in der Wirtschaft, gerade denen, die besonders gelitten haben, auch unter den Einschränkungen, heute hier auch ein ganz klares Zeichen für den Aufbruch, für den Neustart senden können, Rückenwind für die kommende und beginnende Frühjahrssaison. Und dass wir auch, und das will ich auch noch mal ganz besonders betonen, die Kinder und Jugendlichen im Blick haben, diejenigen, die jetzt natürlich unter diesen Einschränkungen auch viele Bürden hinnehmen mussten. Das hat die Ministerpräsidentenkonferenz heute auch noch mal deutlich gemacht mit einem Teil der Beschlussfassung, dass eben gerade die Bedingungen für die Kinder und Jugendlichen eben für uns wichtig sind und dass in den kommenden Folgeschritten, die in den Ländern umgesetzt werden, natürlich auch und gerade die Folgen und die Wirkungen der Einschränkungen für Kinder und Jugendliche berücksichtigt werden und dass bei allen Öffnungs- und Lockerungsschritten eben alle Altersgruppen gleichermaßen zu berücksichtigen sind. Das finde ich wichtig und deshalb wird es sicherlich auch zur Frage der Schulsituation, der Kita-Situation in den Ländern darüber hinausgehende Regelungen geben. Das ist ja in der MPK nicht Gegenstand, die Einzelregelungen dafür zu treffen, aber Vorsorge zu treffen mit eben dem Basisschutzpaket auch für den Bereich der Kitas und der Schulen. Darauf haben wir uns verständigt, dass das genauso eben in diesen Bereichen gilt. Und insofern glaube ich, dass wir hier heute ein klares Signal für die nächsten 4 Wochen setzen können, für den Ablauf, aber auch darüber hinaus Vereinbarungen getroffen haben, wie ermöglicht werden kann, dass die Länder die notwendigen Handlungsmöglichkeiten auch über den März hinaus dann haben werden. Vielen Dank. Alles klar, ich habe bereits 7 Wortmeldungen. Die erste Wortmeldung hat Michael Fischer von dpa. Ja, vielen Dank. Herr Bundeskanzler, zunächst eine Verständnisfrage zu den Großveranstaltungen. Werden da nach dem 20. März auch noch Teilnehmerbeschränkungen möglich sein? Oder im Klartext, werden ab dem 20. März tatsächlich die Fußballstadien in Deutschland wieder bis zum letzten Platz gefüllt werden können? Und dann würde mich interessieren, welche Auswirkungen der Lockerungen Sie auf die Debatte über die Impfpflicht
sehen. Befürchten Sie, dass eine Normalisierung des öffentlichen Lebens die Akzeptanz für diese Impfpflicht möglicherweise beschränken könnte? Also Sie werden in dem Beschluss finden, dass wir nach dem, mit dem Frühlingsanfang und nach dem 20. auch noch Basisschutzmaßnahmen als Handlungsmöglichkeit aufrechterhalten wollen, aber nicht als Standardregel, sondern als das, was dann ist. Das ist ja doch jetzt die mutige, zuversichtliche, optimistische Prognose, die 16 Länder und die Bundesregierung gemeinsam haben, dass wir es wagen können, tatsächlich das meiste zu öffnen. Trotzdem brauchen wir danach noch die Möglichkeit zu handeln, wenn was passiert. Und wie das gemacht wird, darüber wird jetzt konkret im Einzelnen gesprochen. Und dazu stehen hier einzelne Vorschläge in dem Beschluss drin. Und die rechtliche Grundlage soll rechtzeitig vor dem 20. existieren. Aber das will ich Ihnen gerne sagen. Das meiste wird dann so sein, dass da kaum Beschränkungen sind. Und Abstand und Masken werden die wichtigsten Regeln sein, die wir haben. Ein paar andere werden wir noch brauchen und vor allem situativ brauchen. Also wenn dann plötzlich ein Ausbruch da ist, wenn in einem Landkreis eine Situation entsteht, wo zum Beispiel ein großes Infektionsgeschehen ist, dann muss man was tun. Und diese Instrumente möglich zu machen, darüber findet jetzt Gesetzgebung statt. Und die wollen wir auch rechtzeitig abschließen vor dem 20. März. Da war noch eine zweite Frage. Impfpflicht. Nein, die Impfpflicht ist notwendig für den nächsten Herbst und Winter, das habe ich gesagt. Wir werden jetzt, wenn nicht noch eine neue Variante alles durcheinander bringt, wenn da nicht noch irgendeine andere Variante des Virus um die Ecke kommt, werden wir jetzt tatsächlich einen Frühling erleben und einen Sommer, in dem die meisten Beschränkungen, die wir haben, unseren Alltag nicht mehr beeinträchtigen. Und das ist auch gut. Und wenn ich das mal sagen darf, gilt, glaube ich, für uns drei als Bürgerinnen und Bürger dieses Landes, so wie für alle anderen. Wir sehen uns auch danach, dass das so ist. Und gleichzeitig müssen wir vorsichtig bleiben. Deshalb brauchen wir die Möglichkeit, was zu tun, wenn es notwendig wird. Und Masken werden auch danach noch eine Rolle spielen. Und deshalb brauchen wir natürlich auch die Vorbereitung auf den Herbst und Winter. Und dazu ist das mit der Impfpflicht unverändert wichtig. Und das will ich noch mal festhalten. Die Einigkeit, die die 16 Länder und der Bundeskanzler in dieser Frage haben, besteht fort. Wir finden zu 17, dass das richtig ist und werben auch dafür. Und ich bin auch zuversichtlich. Als nächstes auf der Liste habe ich Andreas Künast. Vielen Dank. Eine Frage zum genesenen Status. Herr Bundeskanzler, indem Sie dem Robert-Koch-Institut die Zuständigkeit jetzt wieder entziehen, entziehen Sie damit nicht auch Lothar Wieler öffentlich das Vertrauen? Und ist das heute vielleicht auch so der Moment, wo Sie sagen, da haben wir einen Fehler gemacht? Und Herr Wüst, die Länder wollten die Entscheidung über den genesenen Status ja dem Bundesrat überlassen. Vielleicht können Sie noch mal sagen, warum und ja, wie ist es ausgegangen heute? Ich habe großes Vertrauen in das RKI, das wirklich eine seit Jahrzehnten wirklich wichtige Institution in unserem Land ist. Und Herr Wieler hat wirklich eine ganz verdienstvolle Arbeit geleistet und leistet sie unverändert, die in dieser Pandemie von großer Bedeutung ist. Und das geht hier nicht um das RKI, sondern darum, dass wir uns als Staat miteinander verständigt haben, dass angesichts der großen Bedeutung, die das hat, solche Festlegungen zu treffen, die auf dem gesetzlich weitreichendsten Niveau stattfinden sollen. Und die Beratungen, die gegenwärtig vorbereitet werden im Bundestag, sind so, dass wir jedenfalls die Delegation auf eine Webseite aufheben wollen und dadurch das im Gesetz regeln und auch sicherstellen, dass Beschränkungen, die für Bürgerinnen und Bürger dann wegen neuer Erkenntnisse zusätzlich eintreten könnten, was wir alles nicht hoffen und nicht annehmen, aber das ist ja das, was der Hintergrund der Frage ist, dass die dann nicht einfach durch diese Delegation, diese Verweisung stattfinden kann, sondern dass das dann immer ein Verfahren ist, in dem viele beteiligt sind. Und das wird jetzt gewährleistet werden. Vielleicht erlauben Sie mir vorher einen Satz zu sagen. Der Bürger Wüst freut sich auf manche Einschränkungen, die wegfällt. Der Politiker Wüst, und das gilt, glaube ich, auch für uns alle drei, hat auch die vulnerablen Gruppen im Blick und ist deswegen auf Achtsamkeit in der Öffnung bedacht. Zum Thema Genesenenstatus, das war das alte Verfahren, dass der Bundesrat zustimmungspflichtig
war. Man wollte ein schnelleres Verfahren. Dieses schnellere Verfahren hat dann zu den Dingen geführt, die wir in den letzten Wochen gesehen haben, über die auch alle unglücklich sind. Zwischenzeitlich hat es noch eine höchstrichterliche Rechtsprechung dazu gegeben, sodass es jetzt den Plan gibt, das im Gesetz zu regeln. Mir ist wichtig, und das haben wir heute auch festgehalten gemeinsam, dass die Länderrechte dabei gewahrt werden. Und das werden wir jetzt im Gesetzgebungsverfahren auch beachten, dass das in der praktischen Umsetzung nachher so gewährleistet ist. Als nächstes auf der Liste Sarah Siebert. Ja, vielen Dank. Ich hätte zwei Fragen, wenn Sie erlauben. Einmal zur Impfpflicht, die Frage vielleicht auch an Sie drei gerichtet. Aus der Union gab es ja jetzt erhebliche Zweifel, dass einer der Anträge eine Mehrheit im Parlament bekommen könnte. Sehen Sie das oder wie schätzen Sie das ein? Und an Sie, Herr Wüst, sehen Sie das auch so? Teilen Sie diese Auffassung? Und dann eine Frage zum Impfregister. Wenn ich das richtig sehe, wurde das aus der Beschlussvorlage rausgestrichen. Warum hat man sich dazu entschieden? Vielen Dank. Wenn ich die Zusammensetzung oder die Parteibücher der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten angucken, dann sind da welche von der SPD, von den Grünen, von der CDU, von der CSU. Und alle sind gemeinsam der Meinung, dass es eine Impfpflicht geben sollte. Da sollten wir uns doch Bundeskanzler und 16 Ministerpräsidenten zusammen zutrauen, dass wir dafür auch eine Mehrheit bekommen und dafür politisch werben, indem wir das jetzt nicht zu einem Thema machen, in dem die üblichen politischen Ränkespiele eine Rolle spielen und der eine guckt, wer dem anderen am meisten was antun kann, sondern wo wir das tun, was wir an Verantwortung gegenüber unseren Bürgern und Bürgern haben. Und diese Verantwortung sagt, dass wir das brauchen. Das sehen ja auch die meisten Bürgerinnen und Bürger so. Und deshalb gehe ich einfach davon aus, dass alle, mit denen ich heute zusammen geredet habe, mithelfen, dass wir das hinkriegen. Da bin ich ganz zuversichtlich. Was das Register betrifft, ist es so, dass es eine Diskussion darüber gibt, ob man sowas grundsätzlich braucht. Also die Frage, müssen wir irgendwie eine Datenabsicherung haben der Impfung, auf die man zugreifen kann. Das ist eine Diskussion, die technisch kompliziert ist und die auch längere Zeit in Anspruch nehmen wird. Für die Frage Impfpflicht müssen wir Möglichkeiten nutzen, so sehe ich das jedenfalls, die wir haben, ohne ein solches Register, das wir jetzt ja gar nicht zur Verfügung stellen können so schnell. Und da gibt es ja Gesetzgebungsvorschläge, die sich darüber schon für sich selbst abschließende Gedanken gemacht haben. Es ginge also auch ohne. Und darum ist das jetzt aus der Sicht jedenfalls eines Teils derjenigen, die da diskutiert haben, nicht erforderlich gewesen, das zu erwähnen. Also die Impfpflicht ist das Wichtige und darum soll es gehen. Dann habe ich ja, vielen Dank für die Frage. Die Experten haben heute, der Expertenrat hat heute nochmal vorgetragen, dass das Impfen wichtig ist, dass die Impfung die richtige Art der Immunisierung ist, auch mit Blick auf den Herbst. Und nach Lage der Dinge werden wir eine ausreichende Durchimpfung der Bevölkerung ohne eine Impfpflicht nicht erreichen. Das ist Fakt, aber es ist genauso Fakt, dass es eine solche Vielzahl von Gruppenanträgen gibt oder geben soll. Wenn ich richtig im Bilde bin, gibt es mindestens einen angekündigten noch nicht, dass nach Lage der Dinge im Bundestag bisher keiner dieser Anträge eine Mehrheit hat. Insofern ist die schlichte Feststellung richtig. Ich habe für die unionsgeführten Bundesländer schon im vergangenen Monat angeboten, dass wir zu Gesprächen bereit sind und die Unionsbundestagsfraktion hat das durch den parlamentarischen Geschäftsführer am gestrigen Tage auch noch einmal gemacht. Wir sind nicht am Ende der Meinungsfindung und Mehrheitsfindung im Deutschen Bundestag. Dann als nächstes Andreas Rinke von Reuters. Dankeschön. Herr Bundeskanzler, ich wollte noch mal zum Basisschutz fragen. Sie haben eben in Ihrem Eingangsstatement vorsichtig gesagt, Sie werden sich dafür verwenden, dass die gesetzliche Grundlage geschaffen wird. Deswegen hätte ich ganz gerne noch mal nachgefragt, sind Sie ganz sicher oder haben Sie die Zusicherung der FDP, die ja mal von einem Freedom Day gesprochen hatte, der jetzt am 20., wenn es einen Basisschutz danach noch gibt, vielleicht nicht in der Form kommt. Haben Sie die Zusicherung Ihres Koalitionspartners, dass er das im Gesetzgebungsverfahren auch mitmacht? Und eine Frage an die beiden Ländervertreter und drin.
Ist die neue Phase, die Sie beschrieben haben, nicht eigentlich eine neue Abwägung zwischen Mehrheitswünschen nach Lockerungen und Minderheitenlasten? Denn in dem Papier, das Sie verabschiedet haben, wird ja selber erwähnt, und der Expertenrat hat das auch getan, dass die Zahl der Intensivpatienten über 60 wieder steigen wird. Also ist das nicht eine seltsame Gleichzeitigkeit, dass Sie einerseits die Schutzmaßnahmen loben und sie gleichzeitig abbauen? Wir müssen immer wissen, wo wir stehen. Wir haben jetzt erreicht, dass den vollständigen Impfschutz, wie er heute definiert wird, 75% der Bevölkerung haben, also die mindestens zwei Impfungen haben. Das ist schon ganz schön viel. Die Zahl derjenigen, die Auffrischungsimpfung haben, nimmt auch ständig zu. Und wir wissen gleichzeitig, dass wir aber nicht da sind, wo wir hinkommen müssen. Andere Länder in Europa haben eine Impfquote, die liegt bei 85 oder noch mehr Prozent. Und ich habe gerade mich mit der dänischen Ministerpräsidentin getroffen gehabt. Die hat eine Impfquote für die über 60-Jährigen, die, wenn ich mich richtig erinnere, bei 97% oder sogar noch etwas höher liegt. Und dort haben viele von denen sogar, fast alle auch, drei Impfungen. Das ist zum Beispiel etwas, was Dänemark etwas sicherer macht im Umgang mit den möglichen Virusinfektionswellen, die noch auf uns zukommen können. Und deshalb bleibt, wie wir alle drei hier betont haben, und aber auch diejenigen, die jetzt nicht an diesem Tisch sitzen, sondern mitberaten haben, Impfen die zentrale Aufgabe, die wir haben. Impfen hilft. Die Erstimpfung hilft schon, die Zweitimpfung noch mehr, die Drittimpfung am allermeisten. Und das ist das, was wir gerne versuchen, allen zu sagen und wofür wir ganz intensiv werben und wo wir auch nicht nachlassen werden. Wenn jetzt der 20. erreicht ist, dann geht es weiter mit dieser Aufgabe. Ich sage ausdrücklich, wir brauchen auch nach dem 20. einen Basisschutz. Darüber besteht Einvernehmen übrigens auch in der Regierung und in der Regierungskoalition, also über das Bundeskabinett weit hinaus. Und wir werden sicherstellen, dass es eine Gesetzgebung gibt, die rechtzeitig dann ermöglicht, dass diese Basismaßnahmen ergriffen werden können und geregelt werden können und dass sie den Ländern und denjenigen, die Verantwortung haben, in den Landkreisen und den Städten auch zur Verfügung steht. Die Dinge, die hier genannt sind, halte ich alle für erforderlich und ich bin sicher, dass wir ein Gesetzgebungsverfahren zustande bringen werden, das genau dieser Verantwortung gerecht wird. Es wird also einen hocheffektiven Basisschutz geben mit gemeinsamer Beschlussfassung von Bundestag und Bundesrat und das ist auch gut so. Ja, die Frage war auch an mich gerichtet. Ja, Frau Giffer war sie auch gerichtet, bitte. Ja, ich denke, dass wir bei aller Abwägung, was Sie angesprochen haben, Minderheitenlasten, Mehrheitswünsche, wir müssen schon sehen, dass die Situation sich ja entwickelt. Wir haben sinkende Infektionszahlen, wir haben keine Überauslastung der kritischen Infrastruktur. Wir hatten ja immer große Sorge, dass wir möglicherweise sogar an einen Punkt kommen, an dem wir Personalausfall zwischen 20% und 30% bei der kritischen Infrastruktur haben. Das ist aber nicht der Fall, sondern es pegelt sich, ich kann es für Berlin ganz genau sagen, auf etwa 15% ein. Das ist absolut handelbar und organisierbar. Und auch die Situation in den Schulen, in den Kitas, ja, wir haben Krankheitsfälle, aber die sind bei weitem nicht so hoch, wie es zu anderen Zeiten war oder befürchtet wäre. Und wir sind beim Impfen jetzt mittlerweile auf einem sehr guten Weg, was das Boostern angeht, bei fast 60% geboosterter Bevölkerung. Das ist ein guter Schritt. Und in Berlin zum Beispiel sind über 90% der über 60-Jährigen bereits geimpft. Ja, das ist natürlich von Bundesland zu Bundesland auch etwas unterschiedlich. Aber ich kann Ihnen sagen, es ist ganz klar, dass wir da auch weiter drum werben werden. Und wir wissen alle, dass es schwieriger wird, wenn bestimmte auch Rahmenbedingungen, die vielleicht ein Anreiz sein können für das Impfen, sich verändern. Und trotzdem muss man sagen, man darf da auch nicht nachlassen. Gerade das aufsuchende Impfen, das dezentrale Impfen, die Ansprache vor Ort, das Überwinden auch von Sprachbarrieren. Wir haben das gesehen, es gibt durchaus noch Potenzial, wenn wir mit Vertrauenspersonen in unterschiedlichen Sprachen vor Ort in den Kiezen die Menschen ansprechen, wenn wir Drive-In-Angebote organisieren, aufsuchendes Impfen in Gemeindezentren, in verschiedenen Stadtteilorten,
Orten, die viele Menschen anziehen, wo auch über Vertrauenspersonen, über Multiplikatoren geworben werden kann, dann haben wir noch ein Impfpotenzial von Menschen, die wir gewinnen können. Und die beiden Erfolgsrezepte sind ganz einfach. Vertrauensbildung durch Personen, die als Multiplikatoren im Kiez da sind, und zum anderen die Ansprache vor Ort, die Angebote vor Ort, die auch eine Kontinuität haben. Darauf müssen wir den Fokus legen. Und dann ist ganz klar, dass in einer Situation, in der geringeres Infektionsgeschehen, geringere Gefahr für kritische Infrastruktur, geringere Belastung der Gesundheitssysteme einfach auch gelten muss, dass dann verhältnismäßig entschieden wird. Und dass eben in dem Moment, wo wir nicht mehr befürchten, dass unsere kritische Infrastruktur in eine kritische Lage kommt, dass wir dann auch sagen müssen, wir müssen alle Einschränkungen, die wir bisher getroffen haben, unter der Maßgabe einerseits der Wirksamkeit, andererseits der Verhältnismäßigkeit bewerten und dann auch entsprechend reagieren. Und wir haben immer versprochen, wenn die Lage sich bessert, dann werden schrittweise auch Maßnahmen wieder zurückgenommen. Und in eine Pandemie reinzukommen, ist das eine, und zu verschärfen ist das eine. Aber zu lockern und eben verantwortungsvoll jetzt auch Schritte in die Normalität zurückzugehen, ist mindestens genauso schwierig. Und deshalb ist es ja so wichtig, dass wir eben immer auch noch die Möglichkeit haben, sollte doch an der einen oder anderen Stelle ein Ausbruchsgeschehen da sein, sollte doch die Notwendigkeit sein, sehr schnell zu reagieren, dass wir diese Möglichkeit auch haben. Und das war uns heute hier von Seiten der Länder sehr wichtig. Und ich darf ergänzen, auch zum nächsten Termin. Wir haben ja einen konkreten Termin vereinbart, uns am 17. März wiederzutreffen im Rahmen der auch des regulären MPK-Termins. Wir haben aber auch vereinbart, sollte wieder erwarten, eine Entwicklung in den 4 Wochen sein, die es notwendig macht, sich früher zu treffen, werden wir das selbstverständlich machen und dann eben auch sehr zügig reagieren. Aber wir haben jetzt einen konkreten Stufenplan vereinbart für die 4 Wochen und alle Expertenmeinungen sind so, dass wir jetzt auch die Zuversicht haben können, das auch jetzt einfach mal 4 Wochen lang auch so umzusetzen, wie wir uns heute diesen Plan gemacht haben. Ja, Frau Giffey hat zum verfassungsrechtlichen Rahmen unseres Handelns ausgeführt, das will ich nicht wiederholen. Die Pandemie ist nicht vorbei, deswegen das Wort Achtsamkeit, andere sagen Vorsicht, wie auch immer, und dazu gehört praktisch dann der Basisschutz. Darum geht es, um die Schwächsten auch in dieser Phase der Öffnung zu schützen, um Schule und Kita-Betrieb aufrecht zu erhalten. Das ist der Grund für den Basisschutz und etwas zu haben, wir haben das mal Instrumentenkasten genannt, Sanitätskasten hat Frau Giffey eben dazu gesagt, auch in Ordnung, aber es geht um eine Rechtsgrundlage für verschiedene Maßnahmen, die man eben in Anspruch nimmt, wenn man sie braucht. Nicht einfach so, wir machen das ja mit Verordnungen, die müssen auch einer rechtlichen Überprüfung standhalten, laufen ja alle 4 Wochen aus, also sie werden alle 4 Wochen eben neu beschlossen. Das regt auch immer wieder zur Abwägung, auch im Sinne der Verhältnismäßigkeit an, aber Stand jetzt gibt es das nach dem 19. nicht. Die Frage von Herrn Fischer habe ich eben auch so verstanden, dass er danach gefragt hat. Das ist eben so. Der Bundeskanzler hat es ja richtig gesagt. Und deswegen brauchen wir jetzt in den nächsten Wochen die Arbeit an diesem Basisschutz. Und ich bin dem Bundeskanzler dankbar, dass er die Länder dabei unterstützt. Wir brauchen das im Ergebnis mindestens einfach als Rechtsgrundlage für den Fall der Fälle. Kerstin Gammeling als nächstes. Ja, vielen Dank. Ich hätte 2 Fragen, bitte eine allgemeine nochmal. Herr Buschmann hat ja das Versprechen gegeben, dass der 20. März ein Freedom Day sein soll. Würden Sie, Herr Bundeskanzler, sagen, dass die Koalition der FDP ermöglicht, dieses Versprechen zu erfüllen? Und die 2. Frage nochmal zur Impfpflicht. Sie haben vorhin gesagt, dass man diese Impfpflicht unbedingt braucht, auch mit Blick auf die wiederkommenden dunklen Tage dann, auf den Herbst, auf den Winter und so weiter. Wann muss denn Ihrer Meinung nach die Impfpflicht beschlossen sein? Also haben Sie da einen Zeitplan auch im Kopf jetzt nochmal? 2 Wochen, 4 Wochen, was auch immer. Und die 2. Frage dazu, die Unterfrage dazu, die Frau Dreyer hat am Freitag gesagt, sie könnte sich vorstellen, dass wenn jetzt 3 verschiedene Impfanträge in den Bundestag kommen und hinter jedem Impfantrag ein paar Leute sind, aber keiner eine eigene Mehrheit hat, dass man sich dann hinter einem versammelt. Finden Sie das eine gute Idee? Was war die erste Frage nochmal?
Freedom Day. Freedom Day. Haben Sie Herrn Buschmann ermöglicht, das Versprechen zu erfüllen? Ich glaube, dass die Frage der FDP und auch dem Bundesminister der Justiz nicht gerecht wird. Das verfolgt da niemand, der politische Verantwortung hat. Das will auch keiner so eine Party feiern. Sondern es geht darum, dass wir eine Entscheidung, die wir sehr früh getroffen haben und bei der ich mich sehr darauf verwandt habe, dafür verwandt habe, dass wir einen sehr spät liegenden Termin nehmen, jetzt umsetzen und weiterführen im Hinblick auf das, was wir uns dann für die Zeit danach vorgenommen haben. Und das nochmal zu sagen, die Entscheidung aus dem November, Dezember beinhaltete die Aussage, dass wir mit der Gesetzgebung sicherstellen, dass bis zum Frühlingsanfang all diese Maßnahmen, die wir jetzt auch ergriffen haben, ergriffen werden können. Und da gab es unterschiedliche Meinungen. Ich habe gesagt, das muss so lange wirken. Und wir haben die Maßnahmen ergriffen. Und das will ich an dieser Stelle nochmal laut und deutlich sagen, weil ich glaube, dass das manchmal schon Sinn macht, sich umzugucken. Deutschland ist wohl so ziemlich das erfolgreichste Land im Umgang mit der aktuellen Pandemieentwicklung. Wir sind nicht super, was das Impfen betrifft, da sind wir nicht hoch genug gekommen. Wir sind sehr gut, was die Boosterimpfung, die Auffrischungsimpfung betrifft. Aber wir sind mit den Schutzmaßnahmen, die wir ergriffen haben, besser gefahren als andere. Wir haben weniger Tote. Wir haben weniger Leute, die infiziert worden sind. Wir hatten schlimme Befürchtungen. Einige unserer Nachbarländer, die nicht so viele Einwohner haben wie wir, sind auf Infektionen pro Tag von über 500.000 gekommen. Wenn es jetzt so läuft, wie wir uns das vorstellen, dann sind wir nicht über 250.000 im Peak gewesen und es geht dann allmählich runter. Das darf sich in diesem Land, glaube ich, jeder auch mal erzählen. Maßnahmen, die wir alle zusammen durchgeführt haben, die Bürgerinnen und Bürger, die Gemeinden, die Städte, die Landkreise, die Länder, der Bund, die haben gewirkt, sie haben geholfen und sie haben uns auf einen Pfad geführt, den andere nicht verfolgt haben, die deshalb mit mehr Infektionen durch diesen Winter und Herbst gehen mussten. Und deshalb ist Deutschland in diesem Fall das Land, das das Richtige gemacht hat, mit guten Ergebnissen für die Bürgerinnen und Bürger. Und genau darum ist der heutige Tag so wichtig, weil wir sagen, das waren zwar Beschränkungen, die andere nicht hatten, aber sie haben gewirkt. Aber jetzt, wo das dann sichtbar wird, dass wir auch dahin gekommen sind, müssen wir auch die Öffnungsschritte machen. Und danach kommt der Basisschutz. Und der wird beschlossen mit breiter Regierungsmehrheit und getragen vom Bundesrat, das heißt von einem viel breiter getragenen Konsens und wird so umfassend sein, wie er notwendig ist. Da kann sich jeder drauf verlassen. Was die Zukunft betrifft, geht es doch darum, dass wir alle ernst sind, ernst der Sache entsprechend. Und für die Impfpflicht ist man ja nicht, weil man sich für ein Interview vorbereitet. Es gibt solche Leute in der Politik. Ich zähle ausdrücklich nicht dazu und die allermeisten, die ich kenne, auch nicht. Sondern das haben wir alle im schweren Ring gesagt, nachdem wir lange anders gedacht haben, weil wir gesehen haben, dass wir mit den jetzt immerhin 75%, die zwei Impfungen haben, nicht hoch genug liegen und dass wir auch nicht hoch genug kommen. Trotz unserer Appelle hier, trotz unzähliger Appelle von vielen anderen, trotz unglaublich überzeugender Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, von Künstlern, von Leuten, die in der Öffentlichkeit auftreten, nimmt die Zahl derjenigen, die sich jetzt jeden Tag neu frisch impfen lassen, gerade nicht zu, sondern sie wird weniger. Und das alles sind Argumente, warum wir uns unterhaken müssen und eine gemeinsame Gesetzgebung zur Frage der Impfpflicht zustande bringen müssen. Ich persönlich halte das für richtig. Und ich habe auch gesagt, wie ich das richtig habe. Einer der Anträge, die vorliegt, bringt das auch zum Ausdruck, dass das ab dem 18. Lebensjahr sein soll. Und die schlagen auch vor, dass das zeitlich befristet ist, weil es sich um diese Pandemie handelt und um ein ganz konkretes Virus, mit dem wir uns auseinandersetzen wollen. Es legen sich auch fest, dass es um 3 Impfungen geht. Und sie sagen, das war die Frage, das muss gelten ab dem Beginn des Monats Oktober. Also bis dahin werden alle Zeit haben, sich die notwendigen Impfungen noch zu beschaffen. Und deshalb
ist mit diesen klaren Sachen ja auch die Frage zu beantworten, bis wann muss das fertig sein? Ja, so rechtzeitig, dass man das bis zum Oktober noch schaffen kann. Und alles, was ich an Zeitplänen kenne, läuft darauf hinaus, dass da sogar noch richtig Luft dann danach ist für alles, was dann zu tun ist, falls jemand sich tatsächlich das erst dann überlegt. Und vielleicht lassen Sie mich die Gelegenheit nutzen, das hier auch noch zu sagen. Viele haben ja in ihren persönlichen Überlegungen gesagt, ach, vielleicht lasse ich mich impfen, aber die Impfstoffe, die ich bisher da kenne, die sind, gefallen mir irgendwie nicht. Wir haben viele Wissenschaftler und Wissenschaftler, die uns anderes gesagt haben, aber das ist ja trotzdem etwas, das jeder für sich selber überlegen muss. Und das sollten wir bei allem ja nie vergessen. Wenn wir über Impfung sprechen, reden wir ja über den eigenen Körper. Das geht ja etwas, das man mit sich selber machen lässt. Und da gibt es jetzt demnächst Impfstoffe, die sind von uns eingekauft und die sind bald geliefert und dann können sie eingesetzt werden, die ein Angebot sind auch für diejenigen, die sich in dieser Frage sachlich eingelassen haben. Und das will mir auch nicht in den Kopf. Die meisten Bürger haben ja irgendwelche Impfungen, mal gegen Grippe, gegen Tetanus, gegen Masern, was weiß ich auch immer. Das ist ja nicht so, dass es sehr viele gibt, die gar keine Impfung haben. Deshalb hoffe ich, dass mit diesem zusätzlichen Impfstoff diejenigen, die dieses Argument haben, sich nochmal motivieren. Und dann ist mir auch wichtig, dass wir immer wieder sagen, das ist nicht eine Sache, die wir mit uns alleine ausmachen, sondern wir entscheiden ja, wenn wir uns nicht impfen lassen, auch über andere und über die ganze Gesellschaft mit. Zum Beispiel das, was wir jetzt den ganzen Herbst und Winter hatten, diese Kontaktbeschränkung. Die sind ja deshalb in diesem Ausmaß notwendig gewesen, weil die Impfquote nicht hoch genug ist. Da hat man ganz vielen anderen eine Entscheidung aufgenötigt, weil ein Teil der Bürgerinnen und Bürger sich nicht haben impfen lassen. Dass nicht in den Krankenhäusern viele, wie das so schön heißt, elektive Eingriffe, also solche, die man auch mal später machen kann, jetzt nicht stattfinden, ist ja nicht nur ein Eingriff in den Betrieb der Krankenhäuser, sondern auch etwas, das Folgen hat für Bürgerinnen und Bürger, die genau diese Krankenhausbehandlung lange vorher für sich zu diesem Zeitpunkt geplant haben. Und die das jetzt erst später machen können. Und das müssen wir uns immer sagen, darum ist das wichtig. Und darum hoffe ich, dass wirklich alle sagen, uns ist die Sache wichtig. Es geht uns um die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger. Es geht uns nicht darum, was wir als Parteien am nächsten Tag da oder dort machen. Und wenn uns das gelingen würde, dann können wir auch optimistisch sein, dass es dann auch zu einem Gesetz kommt, das das regelt. Und das muss doch unsere Möglichkeit sein. Und wenn ich jetzt überall höre, auch hier nochmal, was ich sehr gut finde und ausdrücklich begrüße, dass die Bereitschaft, über die konkrete Art und Weise der Ausgestaltung der Impfpflicht zu sprechen, da ist und dass man das gemeinsam machen will, dann ist das doch völlig richtig. Ich kann sagen, genau so muss es sein. Das werden wir auch hinkriegen. Ich jedenfalls werde alles dazu beitragen. Dann habe ich mit Blick auf die Uhr habe ich noch zwei Fragesteller, die würde ich auch gerne beide dran nehmen. Am Anfang Christopher Ziedler und danach noch Nadine Bader. Dann sind wir soweit für heute. Es ist ja gerade zum Ausdruck gekommen, dass Sie den Ausdruck Freedom Day offensichtlich nicht gebrauchen wollen in diesem Zusammenhang. Vielleicht noch kurz die Frage, warum Sie den irgendwie unangemessen finden, weil Sie ja gleichzeitig gesagt haben, es ist ein großer, wichtiger Tag. Auch mit Hinblick auf den März. Aber vor allem eine Frage zum Basisschutz. Können Sie uns nochmal vielleicht konkretere Vorstellungen geben, wie das nach dem Frühlingsanfang aussehen wird? Also sind zum Beispiel 2G- oder 3G-Regeln, wird das sozusagen eher Teil des Instrumentenkastens sein? Also es ist ja schon ausgeführt im Beschluss, dass der Nachweis geführt werden muss. Aber wird 2G und 3G, wird es noch Teil unseres Alltags sein oder eben nur im Notfall, wenn es irgendwie lokal irgendwie zu Ausbruchsgeschehen kommt? Oder ist das Teil dessen, wie, dass wir uns Maske, Abstand und 2G, 3G-Regeln über Frühling und Sommer begleiten werden? Oder ist es eben nicht dabei? Das ist mir noch unklar. Dankeschön. Ich halte von solchen Begriffen nichts. Sie werden dem Ernst der Lage auch nicht angemessen. Und deshalb ist das auch keine Formulierung, mit der die Parteien der Regierung zum Beispiel rumlaufen.
Und was den Basisschutz betrifft, der ist natürlich im Wesentlichen ein Instrumentenkasten, so wie Sie das in Ihrer Frage formuliert haben. Da gibt es bestimmte Dinge, die werden ganz bestimmt auch ganz unabhängig von Pandemie, also von dem Datum noch eine Zeit lang genutzt werden müssen, wie zum Beispiel die Masken oder so. Aber es gibt auch bestimmte Dinge, die muss man einsetzen in der Region oder weil sich plötzlich die Lage verschlimmert, ohne dass wir jetzt mit ganz großer neuer Gesetzgebung zuschlagen müssen. Das sollten wir ja auch für unsere eigenen Möglichkeiten tun. Und dazu besteht Bereitschaft. Und das wird jetzt in der Gesetzgebung stattfinden. Und der Ehrgeiz von allen ist es, rechtzeitig hinzukriegen, sodass wir diese Gesetzgebung auch finalisieren können, rechtzeitig zum Frühlingsanfang und dann der Instrumentenkasten von allen genutzt werden kann, wenn sie ein Instrument brauchen. Dann haben wir das auch geklärt, Nadine Bader. Ja, Herr Scholz, Herr Wüst, ich muss noch mal nachfragen bei der Impfpflicht. Wenn Sie gestatten, noch mal eine Nachfrage bei der Impfpflicht, dann ist es ja nicht zum ersten Mal so, dass Sie sich dazu bekennen, auch in einem Beschlusspapier der Ministerpräsidentenkonferenz. Mir ist immer noch nicht klar geworden, trotz der Nachfragen hier, wie Sie das jetzt angehen wollen. Herr Scholz, Sie haben sich noch mal jetzt bekannt zu diesem einen Antrag, ja auch von einigen Ampelparlamentariern. Aber wie wollen Sie das jetzt tatsächlich anstoßen, dass man da gemeinsam zusammenkommt, auch womöglich mit der Union? Und eine technische Frage noch, wann soll denn der erste Schritt jetzt sich vollziehen? Also das Wegfallen der Kontaktbeschränkungen, einige Länder sind da ja schon vorgeprescht. Da ist, glaube ich, kein Datum im Beschlusspapier. Also die Demokratie und die öffentliche Debatte in unserer Gesellschaft funktioniert nur, wenn wir uns wörtlich nehmen. Und wenn ich alle wörtlich nehme, mit denen ich in der Politik in Deutschland versammelt bin, dann sind alle diejenigen, und das ist ja eine breite Mehrheit, die irgendwie eine Impfpflicht richtig finden, wie zum Beispiel die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten von SPD, Grünen und CDU, viele Abgeordnete von SPD, FDP, Grünen und CDU, CSU, die dafür sind, dass es eine Impfpflicht gibt, und sie wollen sich verständigen, dann darf man alle beim Wort nehmen. Dann macht mal. Und das wird schon gelingen. Also das ist jedenfalls meine Hoffnung, dass dieser politische Prozess stattfindet. Und ich nehme alle wörtlich und auch in ihrer ehrlichen Konstruktivität an. Ja, vielleicht zum Zeitplan. Wir haben ja in den Bundesländern unterschiedliche Regelungen. In Schritt 1 geht es ja vor allen Dingen um die Frage der privaten Zusammenkünfte für Geimpfte und Genesene und dann natürlich auch um die Regelungen zum Einzelhandel. Da ist es ja so, dass in vielen Ländern schon die entsprechenden Beschlüsse gefasst worden sind in den Landeskabinetten. Für Berlin kann ich es Ihnen konkret sagen. Wir haben gestern den Beschluss zum Einzelhandel und zu den FFP2-Masken gefasst. Der wird jetzt am Freitag, also übermorgen, in Kraft treten, wird dann gelten. Ist also eine sehr schnelle Umsetzung auch des MPK-Beschlusses. Und zu den anderen Regeln, die getroffen sind, wird es natürlich in den jeweiligen Landeskabinetten die Befassung geben und dann auch die zeitnahe Beschlussfassung, damit das dann auch für den zweiten Schritt mit dem 4. März, da wird natürlich dann im Vorfeld in den Landeskabinetten auch die entsprechende Beschlussfassung nachvollzogen werden. Und das hängt jetzt natürlich ein bisschen davon ab, wie die einzelnen Zeitabläufe sind. Aber in den nächsten 2 Wochen werden die entsprechenden Beschlussfassungsänderungen der Verordnung da auch umgesetzt werden. Meine Damen, meine Herren, ich darf mich herzlich bedanken für Ihr Interesse. Kommen Sie gut nach Hause und bedanke mich für das auf allen hier auf dem Podium und schließe die Bundeszeitung und die Pressekonferenz. Vielen Dank. Das war die Pressekonferenz von Bundeskanzler Scholz und den Ministerpräsidentinnen und Präsidenten der Länder zur Aufhebung vieler, vieler Corona-Maßnahmen. In 3 Schritten soll es wieder ein Stück weit Richtung Normalität gehen. Wir wollen die einzelnen Punkte mit Nicole Diekmann vom ZDF-Hauptstadtstudio jetzt nochmal im Einzelnen durchgehen. Und ich hoffe auch, dass wir sie gleich sehen können. Da ist sie. Hallo Nicole.
Willkommen zurück. Nicole, das war jetzt interessant, denn ich habe so ein bisschen darauf gewartet, dass Bundeskanzler Scholz die einzelnen Punkte vorträgt und durchliest, so wie wir das ja von Bundeskanzlerin, Ex-Kanzlerin Merkel kannten. Das hat er jetzt gar nicht gemacht. Deshalb gut, dass wir unsere Kollegin Julia Schröter haben. Die hat die Punkte jetzt für uns nochmal zusammengefasst. In einem ersten Schritt sollen private Zusammenkünfte für Geimpfte und Genesene wieder ohne eine Begrenzung der Teilnehmerzahl erlaubt sein. Anders sieht es für Ungeimpfte aus. Die bestehenden Einschränkungen für sie gelten weiter bis zum 19. März. Der Zugang zum Einzelhandel soll künftig ohne Kontrollen möglich sein. Dabei muss mindestens eine medizinische Maske getragen werden. In einigen Bundesländern gilt auch FFP2-Maskenpflicht. Ab dem 4. März soll in einem zweiten Schritt weiter gelockert werden. Dann gilt 3G für Gastronomie und Übernachtungsgewerbe. Rein darf also, wer geimpft, genesen oder getestet ist. Für Diskos, Clubs und Großveranstaltungen gilt 2G+, also geimpft oder genesen plus Test. Wer geboostert ist, darf so rein. Bei Großveranstaltungen in Innenräumen gilt, 60% der maximalen Auslastung ist erlaubt, aber nicht mehr als 6.000 Zuschauende. Im Freien ist mehr drin, 75% Auslastung, maximal 25.000 Zuschauende. Ab dem 20. März sollen dann alle tiefgreifenden Schutzmaßnahmen wegfallen, wenn die Lage in den Krankenhäusern das zulässt. Auch die Homeoffice-Pflicht soll dann entfallen. Ja, soweit die einzelnen Öffnungsschritte. Was dann noch bleiben soll, Nicole, sind Basisschutzmaßnahmen. Was ist genau damit gemeint? Basisschutzmaßnahmen, da schaue ich mal eben in das Papier, das uns ja auch vorliegt. Da zählen aus Sicht der Länder insbesondere, ich zitiere jetzt mal, Maskenpflichten in den geschlossenen Räumen von Publikumseinrichtungen sowie in Bussen und Bahnen, das Abstandsgebot, allgemeine Hygienevorgaben und die Möglichkeit, in bestimmten Bereichen Testerfordernisse vorzusehen. Das heißt, wir müssen außerdem weiterhin unseren Impfgenesenen oder Teststatus vorzeigen können. Anschließend steht hier noch das wird gleich interessant, diese Möglichkeiten sind auch für Schulen und Kindertageseinrichtungen notwendig. Genau, du hast es gerade schon gesagt, Basismaßnahmen. Das wird interessant, weil das ja in einem Gesetz festgehalten werden muss. Und da kam jetzt eben die Frage während der Pressekonferenz auf, ob denn Kanzler Scholz in seiner Ampelkoalition, das heißt in einer Koalition nicht nur mit den Grünen, sondern eben auch mit der FDP, die ja einen Freedom Day versprochen hatte, ob er dafür, für diese gesetzlichen Änderungen, Vorgaben, die dafür ja notwendig sind, für diese Basismaßnahmen, eine Mehrheit in der Ampelkoalition finden würde. Scholz sagt, man sei sich einig, man brauche Basismaßnahmen. Ich bin mal gespannt, ob das tatsächlich dann auch die Basismaßnahmen sind, die ich gerade vorgelesen habe, oder ob das für die nächsten Querelen, Schwierigkeiten innerhalb der ja noch gar nicht so lange gemeinsam regierenden Ampel sorgen wird. Da ist also durchaus noch Zündstoff drin. Wir haben vorhin über das Impfregister gesprochen. Das hat es aber jetzt nicht von der Beschlussvorlage in die Endfassung geschafft. Was könnten da die Gründe sein? Ganz genau. Es hat es nicht in die Endfassung geschafft. Begründung von Scholz ist abenteuerlich, zieht sich aber wie ein roter Faden durch diese Pandemie. Scholz sagt, haben wir nicht, also können wir es auch nicht benutzen, würde zu lange dauern. Da sind wir wieder beim Dauerbrenner beziehungsweise beim Dauerrohrkrepierer. Das trifft nicht nur die Ampel, das trifft auch nicht nur die GroKo, die vorher regiert hat. Das ist ein jahrzehntealtes, verschlepptes, großes Problem hier in Deutschland, die Digitalisierung. Scholz sagt, wir versuchen, die Impfpflicht einzuführen. Wir wollen die Impfpflicht. Das Bekenntnis war ja eben noch mal sehr klar. Er persönlich will die Impfpflicht ohne ein solches Impfregister. So, und ich habe es ja eben schon gesagt, es wird interessant beim Thema Schulen und Kindergärten. Denn das ist ein Punkt, der sich in den sogenannten Protokollerklärungen wiederfindet, die an dieses Beschlusspapier, das uns hier vorliegt, angefügt worden ist. Das Papier besteht aus 11 Seiten und allein 2 davon sind Protokollerklärungen von 5 der eben
an dieser Konferenz beteiligten Länder. Das heißt, die Einigkeit ist in einigen Punkten nicht so groß. Und ich lese vor, auf Seite 11, Protokollerklärung der Länder Hessen und Baden-Württemberg. Hessen und Baden-Württemberg halten ein Impfregister für erforderlich, um zukünftig pandemischen Lagen wirksam begegnen zu können. Das heißt, dass von der CDU und das von den CDU regierte Hessen und das Grün regierte Baden-Württemberg, beziehungsweise die haben ihre MPs an der Spitze ihrer Regierung aus diesen Parteien, die sind unzufrieden damit und möchten noch einmal betonen, dass sie das Impfregister brauchen und sind unzufrieden damit, dass es eben keine Mehrheit gefunden hat in dieser Runde heute. Genau, diese Protokollnotizen werden ja immer gemacht, wenn es Länder gibt, die mit den Beschlüssen dann nicht ganz zufrieden sind oder sie eben nicht ausreichend finden. Genau. Und das wird tatsächlich noch interessant werden, denn es bringt ja nichts, wenn einzelne Länder dann ein Impfregister haben wollen, weil dafür müsste man sich dann ja schon einig sein. So ist es. Wir haben ja schon vor der Pressekonferenz darüber gesprochen. Es ist ja für uns beide bei weitem auch nicht die erste MPK. Wir alle wissen ja, es gibt den berühmten Flickenteppich anschließend. Es gibt die Abweichungen der einzelnen Länder. Ich habe ja gerade schon vorgelesen, Hessen und Baden-Württemberg beziehen sich auf die Impfpflicht. Wir haben hier auch Protokollerklärungen aus Bayern. Da wird nochmal die einrichtungsbezogene Impfpflicht, das bedeutet ja eine Impfpflicht für Menschen, die in Pflege- und Alteneinrichtungen zum Beispiel arbeiten, die wird hier nochmal kritisiert. Da hatte Markus Söder ja zwischenzeitlich signalisiert, er würde diesem Gesetz dann doch nicht folgen, das er mal mitbeschlossen hat. Auch Sachsen kritisiert die einrichtungsbezogene Impfpflicht hier. Und dann kommt jetzt von der anderen Seite quasi eine Protokollerklärung von Schleswig-Holstein. Da ist die Lage vergleichsweise gut. Da ist die Impfquote liegt über dem Bundesdurchschnitt. Die Lage in den Krankenhäusern ist entspannt. Und deswegen schreibt Schleswig-Holstein, gibt hier nochmal zu Protokoll, es strebt auch eine, wie es hier heißt, moderate Anpassung der Kontaktbeschränkungen für Zusammengekünfte an, an denen auch Ungeimpfte teilnehmen. Ne? Wir haben das ja eben gehört, diese drei Schritte, in denen jetzt erstmal oder nach denen jetzt erstmal gelockert werden soll. Der erste Schritt bedeutet ja, dass die Kontaktbeschränkungen aufgehoben werden, allerdings für Geimpfte und für Genesene. Und wie gesagt, Schleswig-Holstein will da weitergehen und das auch für Ungeimpfte im Zweifel zulassen. Das heißt also, es scheren schon wieder erste Länder aus. Das stand schon in dem Beschlusspapier, bevor die Pressekonferenz überhaupt angefangen hat. Wir wollten ja vorhin über das Thema Genesenenstatus sprechen und dann hat ja die Pressekonferenz angefangen. Lass uns das noch mal kurz machen. In dem Beschluss steht jetzt tatsächlich, dass das Robert-Koch-Institut und das Paul-Ehrlich-Institut jetzt doch nicht mehr dafür zuständig sein sollen. Und unser Kollege Andreas Künast hat ja eben in der Pressekonferenz danach gefragt, ob das eben die Entmachtung von RKI-Chef Wieler ist und die Antwort von Kanzler Scholz würde ich jetzt mal vorsichtig als uneindeutig bezeichnen. Wie schätzt du das ein? Naja, natürlich ist das eine Entmachtung. Also vor allem, wenn man sich auch noch anguckt, wann es diese Änderung gab hin zum Robert-Koch-Institut. Das ist nämlich gerade mal 4 Wochen her, da ist die beschlossen worden. Und dann, nagel mich nicht fest, vielleicht waren es auch 5. Und dann gab es ja ein sehr großes Chaos, weil wirklich über Nacht plötzlich der Genesenenstatus, die Dauer des Genesenenstatus verkürzt wurde, halbiert wurde und sehr viele Menschen eiskalt überraschte. Scholz hat Lothar Wieler, den Leiter, den Präsidenten des Robert-Koch-Instituts, danach in Schutz genommen. Das musste er auch, weil insbesondere die FDP sich auf Wieler eingeschossen hatte. Und auch Karl Lauterbach, der Bundesgesundheitsminister, wie Scholz SPD-Politiker, hat sich schützend vor Wieler gestellt, hat aber auch gleichzeitig jetzt in einem Interview gesagt, er möchte nicht politisch dafür verantwortlich gemacht werden, was andere beschließen. Und de facto ist das eine Entmachtung Wielers mit gleichzeitig erstmal an ihm festhalten. Lass uns noch mal auf Punkt 10 schauen. Der ist gar nicht angesprochen worden, aber ich denke, dass er gerade für viele Familien wichtig sein könnte. Die Einstufung der Hochrisikogebiete soll überarbeitet werden und damit ändert sich natürlich auch einiges für diese Rückreisequarantäne.
Genau, ich lese das mal einmal vor. Das haben ja wahrscheinlich nicht alle zu Hause jetzt, diese Beschlussvorlage. Genau. Um den durch Omikron weltweit gestiegenen Inzidenzen Rechnung zu tragen, wird der Bund die Einstufung der Hochrisikogebiete anpassen. Damit soll vor allem auch das Reisen für Familien erleichtert werden, da Kinder unter 12 Jahren oft nicht geimpft sind und sie daher der Quarantäne nicht entgehen können. Dies soll bei der anstehenden Überprüfung der einschlägigen Regelungen berücksichtigt werden. Das bedeutet, man will das lockern. Man will Familien ermöglichen, auch dann zu reisen und auch zurückzureisen. Es kommt ja auch immer auf die Perspektive an nach Deutschland, ohne dass die Kinder anschließend 5 Tage in Quarantäne müssen oder auch länger, je nachdem. Unter 12-Jährige, steht hier ja auch gerade, sind ja oft nicht geimpft. Es gibt ja keine Empfehlung, keine ausdrückliche Empfehlung der STIKO dazu, außer für vorerkrankte Kinder. Und da man jetzt sagt, Omikron ist ja nicht so gefährlich wie Delta, können wir das ein bisschen lockerer handhaben, sodass Familien eben 12-jährige Kinder zwischen 6 und 12 gehen in die Schulen. Die können dann teilweise Reisen gar nicht antreten, weil die Kinder dann nach den Ferien noch zu Hause bleiben müssten und dem Schulunterricht fernbleiben. Das heißt, es soll einfacher werden, wieder auch in Hochrisikogebiete, die sie jetzt sind, zu reisen. Ich weiß nicht, ob die dann anders genannt werden oder ob einfach die Regelungen für Hochrisikogebiete angepasst werden. Und ein Punkt noch, den ich gerne von dir politisch eingeschätzt haben gehabt hätte. Es ist ja manchmal interessant, wie solche Runden politisch, ich sag mal, verwendet werden. Wir hören Bayerns Ministerpräsident Söder, der sagt mit Blick auf die Beschlüsse, Bayern hat den Trend gesetzt, unser beschlossener Fahrplan wird jetzt in ganz Deutschland angewendet. Kann er das so sagen? Naja, wir wissen, Markus Söder kann sehr viel sagen und Markus Söder würde einen Teufel tun, selbst wenn es so wäre, sich vor Kameras zu stellen und zu sagen, ich habe leider verloren. So funktioniert Politik ja nicht. Also auch Bayern ist ja hier mit einer Protokollerklärung vertreten. Bayern versucht jetzt nochmal die Kritik klarzumachen an der einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Nochmal, Markus Söder ist ja nicht erster dieser MPK oder der davor Ministerpräsident von Bayern. Der hat auch damals schon an der teilgenommen, an der die einrichtungsbezogene Impfpflicht beschlossen wurde. Bayern gibt aber auch hierzu Protokoll, dass Kinder und Jugendliche in Schulen und Kitas besser geschützt werden müssen, beziehungsweise dass man die im Blick behalten muss, wenn die bisherigen Schutzmaßnahmen wegfallen oder abgeschwächt werden. Dazu muss man wissen, das ist eigentlich Ländersache. Das ist eine Frage, die in erster Linie von der Kultusministerkonferenz entschieden wird, beziehungsweise erstmal besprochen wird. Und die Inzidenzen unter Schülerinnen und Schülern in Bayern sind überall hoch. In Bayern sind sie auch sehr, sehr hoch. Also das heißt, Markus Söder macht mit solchen Aussagen natürlich auch immer den Versuch, sich gut darzustellen. Darin ist er ein Meister. Bayern hatte stets sehr hohe Inzidenzen. Wenn man Markus Söder teilweise hörte, konnte man das in Zweifel ziehen, aber Zahlen lügen ja nun mal nicht. Also ich glaube, dass er tatsächlich sich in vielen Punkten hier durchgesetzt hat, beziehungsweise dass er zu Mehrheiten gehört hat, die es brauchte. Aber natürlich guckt auch Markus Söder, vor allem Markus Söder, der tut das sehr genau, auf Umfragewerte, die sind gerade nicht gut und Klappern gehört einfach zum Handwerk. Vielen Dank, Nicole Diekmann, für deine politische Einschätzung. Einen schönen Nachmittag und Abend noch. Tschüss. Danke, sehr gerne. Tschüss. Und wir wollen das Ganze jetzt auch noch immunologisch einschätzen lassen. Und wir haben auch viele Fragen von Userinnen und Usern. Und deshalb begrüße ich jetzt Frau Professorin Christine Falk von der Deutschen Gesellschaft für Immunologie. Schönen guten Tag. Frau Falk, können Sie mich hören? Ja, ich glaube. Guten Tag. Ah, sie kann mich hören. Wunderbar. Ja, das war die Schrecksekunde.
Frau Falk, Sie haben die Pressekonferenz eben auch gesehen. Wie würden Sie jetzt die Beschlüsse aus Ihrer professionellen Sicht bewerten? Ich bin jetzt erstmal zum 4. März, dann der 20. März und dann danach mit der klaren Maßgabe, dass wir das alles mit den Bewertungen, wie sich die Inzidenzen bewegen, auch die Krankenhausbelegung und die Hospitalisierung und die Intensivstationen und die sinkenden Zahlen, die wir jetzt gerade haben, glaube ich, ein sehr guter Plan ist, der auch gut vermittelbar ist. Wir werden in der politischen Einwirkung werden, weiter entspannen wird, so entwickelt, dass man den Menschen auch wirklich sagt, es hat funktioniert, jetzt wirklich Disziplin zu behalten, die Maßnahmen jetzt noch länger zu behalten, weil sie sehr erfolgreich waren. Wir haben tatsächlich nicht diese hohen Zahlen. Wir haben keine Infrastruktur, die in Bedrängnis gekommen ist. Und dass man auf dieser soliden Basis jetzt tatsächlich die Schritte geht, Mein Kollege in der Regie sagt mir gerade, Sie haben es auch gehört, dass die Tonqualität einfach nicht gut ist. Und wir würden jetzt noch mal kurz einen Beitrag zeigen und versuchen, die Leitung zu Frau Professorin Falk noch mal aufzubauen, in der Hoffnung, dass das besser wird. Ja, jetzt sollte ein Beitrag kommen an dieser Stelle. Ich hoffe. Fahren wir ihn ab? Stefan? In einem ersten Schritt sollen private Zusammenkünfte für Geimpfte und Genesene wieder ohne eine Begrenzung der Teilnehmerzahl erlaubt sein. Anders sieht es für Ungeimpfte aus. Die bestehenden Einschränkungen für sie gelten weiter bis zum 19. März. Der Zugang zum Einzelhandel soll künftig ohne Kontrollen möglich sein. Dabei muss mindestens eine medizinische Maske getragen werden. In einigen Bundesländern gilt auch FFP2-Maskenpflicht. Ab dem 4. März soll in einem zweiten Schritt weiter gelockert werden. Dann gilt 3G für Gastronomie und Übernachtungsgewerbe. Rein darf also, wer geimpft, genesen oder getestet ist. Für Diskos, Clubs und Großveranstaltungen gilt 2G+, also geimpft oder genesen plus Test. Wer geboostert ist, darf so rein. Bei Großveranstaltungen in Innenräumen gilt, 60% der maximalen Auslastung ist erlaubt, aber nicht mehr als 6.000 Zuschauende. Im Freien ist mehr drin, 75% Auslastung, maximal 25.000 Zuschauende. Ab dem 20. März sollen dann alle tiefgreifenden Schutzmaßnahmen wegfallen, wenn die Lage in den Krankenhäusern das zulässt. Auch die Homeoffice-Pflicht soll dann entfallen. Frau Professorin Falk, wir starten einen neuen Versuch. Schön, dass Sie bei uns sind. Ich hatte Sie ja eben gefragt, wie Sie die Beschlüsse bewerten. Und leider waren Sie nicht so wirklich gut zu verstehen. Vielleicht können Sie das noch mal kurz für uns zusammenfassen. Dann hoffe ich, dass jetzt der Ton besser rüberkommt. Hier war irgendwie alles ganz gut. Ich hoffe, Sie hören mich jetzt besser. Wir hören Sie einwandfrei. Wunderbar. Der Stufenplan ist sehr gut, weil er tatsächlich aufbaut auf dem, was wir erreicht haben, dadurch, dass wir in den letzten Wochen die Disziplin gehalten haben, die Zahlen nicht so hoch gegangen sind. Die meisten Bundesländer, nicht alle, gehen mit den Infektionszahlen runter. Krankenhausbelegung, Intensivbelegung ist eine stabile Basis. Und darauf jetzt einen Stufenplan aufzubauen, wo die Menschen wissen, dass wir den 4. März haben, den 20. März und danach noch diese Basismaßnahmen, ist, glaube ich, ein sehr guter Schritt. Vor allem den Menschen, die geimpft und genesen sind, mehr Freiheiten als erstes zu geben, ist, glaube ich, auch nochmal ein Dankeschön an die Menschen, die wirklich mitgemacht haben und diese Möglichkeit auch mit erarbeitet haben, dass wir jetzt wirklich auch Schritte gehen können, die nachvollziehbar sind. Wir können nur hoffen, dass die Bundesländer das möglichst einheitlich umsetzen, damit es einfach leichter wird, mit diesen Maßnahmen umzugehen. Also ich muss sagen, ich finde diesen Plan sehr gut, weil er auf einer soliden Basis aufbaut und sehr nachvollziehbare Schritte beinhaltet. Lassen Sie uns ein paar Fragen von Userinnen und Usern klären. Wir haben eine Frage auf YouTube. Wieso bleibt die Maskenpflicht eben als Basisschutzmaßnahme, das haben wir ja gelernt, wenn alle anderen Maßnahmen abgeschafft werden? Es ist ja so, wir sehen ja, dass wir sehr hohe Infektionszahlen haben und wir wollen natürlich nicht, dass das komplett
quasi ungehindert das Virus, das wir ja schon zirkulieren haben, dass das sich noch weiter ausbreiten kann. Und bei diesem Virus ist es ja so, bei der Omikron-Variante, die sich sehr im Nasenrachenraum auch wirklich vermehrt, ist die Maske tatsächlich ein wirksamer Schutz. Das bedeutet, mit einer Maske kann man selbst, wenn man sich angesteckt hat, aber es noch nicht weiß, ja theoretisch andere Menschen anstecken, aber mit der Maske kann man das verhindern. Deswegen ist die eine sehr gute und ja auch sehr niedrigschwellige Maßnahme, um zu verhindern, dass wenn man jetzt alles aufheben würde, sich das Virus doch nochmal ausbreiten würde. Und das ist ja gerade das, was wir so prima verhindert haben in den Wochen jetzt, die hinter uns liegen. Daher ist die Maske genau das richtige Mittel und die richtige Maßnahme, mit der wir das jetzt auch kontrolliert in die Öffnung begleiten können. Wir lesen in unserer Community auf YouTube, dass das durchaus ein umstrittenes Thema ist und eben auch verbunden mit der Frage, wann können die Masken dann auch mal wegfallen? Es ist ja so, dass die Masken ja nicht permanent getragen werden müssen, sondern in den Innenräumen ist es einfach so, dass das Virus sich dann mit der Atemluft in der Luft halten kann. Und Omikron scheint sich ziemlich gut in der Luft halten zu können. Deswegen sind Innenräume, öffentlicher Personennahverkehr und ähnliche Dinge, wo Menschen in Innenräumen zusammenkommen, immer ein Thema, solange wir auch so hohe Infektionszahlen haben mit Menschen, die eben theoretisch das Virus weitergeben können. Irgendwo müssen sich die vielen Menschen ja anstecken, das ist ja schon so. Und deshalb sind Masken, wie ich finde, wir sind ja auch immer mit Masken am Arbeitsplatz unterwegs, immer Maske auf, Maske ab, je nachdem wie viele Leute in einem Raum, ist man eigentlich sehr gut beraten, weil wir eben nicht einfach sagen können, wir machen einen Schritt und alles auf, sondern diese schrittweise Öffnung mit Beibehaltung der Masken in Innenräumen macht total Sinn, um einfach zu verhindern, dass sich mehr Menschen anstecken als notwendig. Wir haben ja eben in der Bund-Länder-Runde gelernt, dass diese Runde eben hinter der Impfpflicht steht. Und dazu haben wir eine Frage von Sascha, der wissen möchte, wenn wir denn besser gefahren sind als andere, gerade jetzt in dieser Welle, wozu brauchen wir dann die Impfpflicht? Wir sind ja besser gefahren, das ist eine sehr gute Frage, weil wir ja Maßnahmen hatten. Und das ist ja genau der Punkt. Es gab ja schon vor Weihnachten die klare Erklärung, wir müssen mit dieser Omikron-Variante, die sehr ansteckend ist, Maßnahmen beibehalten, damit bei uns eben nicht dieser extrem hohe Anstieg, der in manchen Ländern ja wirklich aussah wie so eine Wand, damit das bei uns nicht passiert. Also mit den Maßnahmen sind wir da sehr gut durch die letzten Wochen gekommen. Wenn wir die Maßnahmen jetzt wegnehmen, dann ist tatsächlich die Frage, wie können wir verhindern, dass sich das Virus trotzdem so ausbreitet, gerade weil wir diese Immunitätslücke haben, also doch über 10% der über 60-Jährigen, die nicht geimpft sind und fast 20% der 18- bis 59-Jährigen, die nicht geimpft sind. Das sind Menschen, die einfach ein hohes Risiko haben, sich anzustecken, weil sie gar keinen Immunschutz haben. Wenn wir das mit in diese Frage, wie gehen wir mit der gesellschaftlichen Verbreitung des Virus um und wollen das begrenzen, dann ist es tatsächlich so, dass die Maßnahmen uns sehr gut geholfen haben, das sehr moderat zu halten. Aber über 200.000 ist ja nicht moderat. Das sind ja viele Menschen, die sich anstecken. Also um zu verhindern, dass unter den vielen, die sich anstecken, Leute sind, die dann einen schweren Verlauf haben, braucht man tatsächlich diese Maßnahmen. Wenn wir die wegnehmen, dann ist tatsächlich wirklich die Info an die Leute, die noch nicht geimpft sind, jetzt wirklich den Ernst der Lage zu erkennen, weil die Impfung der beste Schutz ist davor, schwer zu erkranken. Und deswegen ist es wirklich so, wir brauchen die Mitteilung, was unser Ziel ist, vor allem für den nächsten Herbst-Winter. Und das Ziel muss wirklich sein, eine möglichst hohe Impfquote zu bekommen, gerade in der Ü60-Gruppe. Und wenn wir das sozusagen, je besser wir das kommunizieren, desto weniger notwendig ist es, gesetzliche Maßnahmen dafür zu ergreifen. Also es ist wirklich das Ziel, das wir vor Augen haben sollten, weil wir wollen ja gerade keine Maßnahmen haben und trotzdem eine hohe Impfquote, die uns dann für den Herbst-Winter einfach sehr viel besser aufstellt. Deswegen ist es schon wichtig, das zu kommunizieren, wie wichtig das Impfen jetzt ist und bleibt. Wir bleiben mal bei unserem Q&A und bleiben auch beim Impfen, denn es gibt nach wie vor viele Fragen dazu. Julia sagt zum Beispiel, was ich nicht verstehe, wieso müssen Genesene sich impfen lassen? Das ist doch der natürlichste Schutz, den man nur haben kann. Das ist nicht ganz so, weil jedes Virus hat natürlich immer die Idee, die Immunantwort zu unterlaufen, sonst könnte es nicht gut infizieren. Also habe ich immer zwei miteinander konkurrierende, wettstreitende Kräfte. Das eine ist das Virus, das will viel infizieren.
Und das andere ist das Immunsystem, das versucht, das zu verhindern. Und deswegen ist nie so ganz klar, wer wirklich gewinnt. Daher ist die Immunität, die man sich mit einer Infektion einhandelt sozusagen, nicht zwingend so gut und nachhaltig, weil das Virus ja versucht, dagegen zu arbeiten. Das versuchen Viren immer. Das brauchen sie, sonst könnten sie ja gar nicht gut infizieren. Also ist die Immunität nach einer Infektion kürzer. Und sie bildet meistens kein gutes immunologisches Gedächtnis. Das heißt, gerade bei Omikron sieht man das jetzt schon. Wer sich jetzt zum ersten Mal mit Omikron ansteckt, wird nicht im Herbst geschützt sein, weil diese Immunität nach Omikron kurzlebiger ist, weil man sich dann wieder anstecken kann und kein gutes immunologisches Gedächtnis bildet. Wenn man aber erst sich angesteckt hat, dann die STIKO-Empfehlung annimmt und sich dann nach einem halben Jahr impfen lässt, dann entwickelt sich dieses immunologische Gedächtnis, weil die Impfung ist quasi eine Einbahnstraße in Richtung sehr guter Impfschutz. Da ist keiner, der dagegen arbeitet. Und deswegen ist die Kombination dann aus Infektion plus Impfung, idealerweise dann zweimal impfen, sozusagen genau der richtige Weg, um auch einen langfristigen Immunschutz zu erreichen. Denn wir alle sind der Ansicht, dass wir mit diesen drei Impfungen für Leute, die ein gesundes Immunsystem haben, sehr gut aufgestellt sind und eine immunologische Gedächtnisbildung erreichen, mit der wir auch längerfristig geschützt sind, auch in Richtung Herbst-Winter. Vielleicht noch eine Frage zum Thema Impfen. Manfred möchte auf Facebook wissen, wann kommt der Impfstoff für unter 5-Jährige und wie gut ist er? Das ist genau das, was uns gerade beschäftigt, weil bei den Kindern unter 5 Jahren wurde ja auch eine sehr viel geringere Dosis verwendet von Pfizer und BioNTech. Und da ist es tatsächlich jetzt so, dass man gesehen hat, dass zwar die Nebenwirkungen nicht das Problem sind, zum Glück, denn das ist ja das Allerwichtigste, dass man auch ein sehr gutes Monitoring der möglichen Nebenwirkungen macht, gerade bei Kindern, aber dass die Impfwirkung nicht so gut war. Und es kann sein, dass es etwas mit der Konzentration zu tun hat des Impfstoffes. Dadurch, dass das nicht so klar ist, muss wirklich nochmal hinterfragt werden, wie die Wirksamkeit des Impfschutzes ist, der bei den unter 5-Jährigen vermittelt wird. Und daran sieht man auch, wie wirklich verantwortungsvoll mit dieser Frage umgegangen wird, wie gut und wie sicher, aber auch wie wirksam ist der Impfstoff. Und da muss man, glaube ich, nochmal abwarten, bis die Studien größere Probandenzahlen eingeschlossen haben und bis man das besser bewerten kann. Deswegen könnte ich im Moment nicht sagen, wann der kommt, aber es ist auf jeden Fall so, dass das nochmal sehr genau angeguckt werden muss und die Studien wirklich nochmal möglicherweise um die Probandenzahl erhöht werden muss, um besser rauszufinden, warum das nicht so gut ist, wie man das bei den ab 5-Jährigen ja sehr gut gesehen hat, wo ja die Wirksamkeit sehr hoch ist, sogar höher als bei Erwachsenen in der Tat. Wenn jetzt gelockert wird, kann man ja eigentlich davon ausgehen, dass die Zahlen erstmal wieder steigen. Oder kommt uns dann die wärmere Jahreszeit entgegen und gleicht das aus? Wie wird das kommen? Das klingt fast so, als ob es vom Wetter abhängig wäre und ein bisschen ist es ja auch so. Also das ist in der Tat so, wenn wir jetzt mehr möglich machen, Gott sei Dank in Stufen, was ich sehr gut finde, dann haben wir einmal den saisonalen Effekt, der uns hilft, aber dazu brauchen wir den auch. Es ist ja noch nicht Frühling, also wir sind da schon noch ein bisschen weg in den nächsten 4 Wochen. Das ist der eine Aspekt, das wird uns auf jeden Fall helfen, aber gerade der Februar und März ist vielleicht noch ein bisschen zu früh. Ab April hat es sonst immer einen guten Effekt gehabt. Und das Zweite ist natürlich, wenn man jetzt mehr Menschenzusammenkünfte ermöglicht, gerade bei den Großveranstaltungen, haben wir auch gesehen im Außenbereich und im Innenbereich mit der Auslastung, zwar unter zum Teil je nachdem 2G-Regelungen, aber trotzdem ist es natürlich denkbar, dass die Zahlen wieder steigen. Das Wichtige ist aber, und das mussten wir in den letzten Wochen wirklich lernen, in den letzten 6, 8 Wochen, wenn die Menschen geimpft sind und selbst wenn sie sich dann anstecken, haben sie in der Regel keinen schweren Verlauf, weil die Impfung davor schützt. Das soll sie ja auch und das tut sie. Das mussten wir aber echt lernen, dass es auch wirklich trägt, dass die Impfung das tut, was sie soll, nämlich wirklich schützen, dass man richtig schwer krank wird. Das heißt aber nicht, dass die Leute gar nicht krank werden. Ich glaube, jeder von uns kennt Kolleginnen und Kollegen aus dem Freundeskreis oder in der Familie, die 3-mal geimpft waren, sich angesteckt haben und schon eine Woche krank waren. Also auch Omikron ist quasi kein Schnupfen, das ist schon ein echtes Virus, aber wenn man eben 3-mal geimpft ist, dann hat man leichte Symptome und keine schwere Erkrankung. Wenn uns das weiter trägt, dann sind auch die höheren Zahlen nicht das Thema. Deswegen haben wir im Expertenrat auch darauf hingewiesen, dass wir weiterhin auf dem Radar haben müssen, wie viele Leute stecken sich an, wie viel Hospitalisierung haben wir und wie viel Intensivbelegung, damit man sieht, dass diese Immunisierung auch trägt.
Denn wenn diese Infektion dann doch wieder die Menschen, die noch nicht geimpft sind, erreicht, dann kann es eben schon sein, dass die Zahlen für Hospitalisierung dann nochmal ansteigen. Das müssen wir alle sehr genau mitkoppeln und dieses Monitoring wird uns sehr helfen, wie gut sozusagen die Impfung trägt und wie wir das als Gesellschaft in den nächsten Wochen jetzt hinkriegen. Schauen wir gerade noch mal auf die über 60-Jährigen. Der Expertenrat, dem Sie ja auch angehören, der weist darauf hin, dass die Zahl bei den über 60-Jährigen gerade wieder steigt. Wozu kann das führen? Könnte das im schlimmsten Fall dazu führen, dass Lockerungsmaßnahmen dann auch wieder zurückgenommen werden müssten? Diese Frage hängt natürlich damit zusammen, wie viele der Menschen, das ist ein bisschen über 10% der über 60-Jährigen, sind nicht geimpft und nicht genesen. Da wir das aber nicht wissen, können wir sozusagen nur jeden Tag auf das Impfdashboard gucken und sehen, dass es immer noch so viele Menschen ohne Impfung sind. Wir wären echt ein Stück weiter, wenn wir wüssten, wie viele davon genesen sind, aber genau diese Datenverknüpfung haben wir nicht. Deswegen ist es so, dass man sagt, Prävention bedeutet, die Menschen zu schützen, die ein höheres Risiko haben, einen schweren Verlauf zu haben. Das ist nun mal ab 60, wenn man gar keinen Immunschutz hat. Es kann sein, dass sich darunter auch eine Gruppe befindet, die sich schon mal angesteckt hat und einen gewissen Immunschutz hat. Dann ist das besser sozusagen, weil weniger Menschen ein hohes Risiko haben. Aber genau das wissen wir nicht. Und das ist der Punkt, wo wir wirklich jetzt auch klar gesagt haben, wir brauchen auch eine sehr gute Erfassung der Menschen, die infiziert sind und dann doch ein Krankenhausaufenthalt notwendig wird oder sogar eine intensivmedizinische Behandlung. Und weil wir diese Zahl oder diese Risikogruppe nicht besser beziffern können, müssen wir es tatsächlich sehr gut verfolgen. Und zwar so, dass wir nicht immer in den Rückspiegel gucken sozusagen, sondern dass wir mit den Zahlen sehr schnell sehen, wenn das wieder ansteigt. Und dann ist es ja klar, das wurde mehrfach gesagt, die Indikatoren brauchen wir weiter und wir müssen rechtzeitig handeln können, bevor die Intensivstationen unter Druck geraten. Das ist genau das, was wir jetzt mit einem schnelleren Monitoring gerne erreichen möchten. Ich denke, da sind wir alle auf einem sehr guten Weg. Da haben vor allem Krankenhäuser und auch alle, die im Medizinsystem arbeiten, richtig gute Arbeit geleistet in den letzten Wochen. Thema Mutationen. Wenn man dem Virus jetzt wieder mehr Spielraum lässt, wie ist da das Risiko, dass eben neue Varianten auftreten? Kanzler Scholz hat vorhin ja in der Pressekonferenz auch gesagt, man muss dann aufpassen, dass nicht das nächste Virus um die Ecke kommt. Bis jetzt haben wir ja schon immer gesehen, dass das nächste Virus um die Ecke kam aus Ländern, in denen sehr viel Virus zirkuliert ist. Und in denen der Immunschutz relativ gering war. Omikron war ja Südafrika oder Botswana, auf jeden Fall eben im Süden Afrikas hatte seinen Ursprung. Es ist tatsächlich so, je mehr Menschen sich infizieren, desto mehr hat ein Virus die Möglichkeit auszuprobieren, ob es sich nicht noch verbessern kann, weil es eben so viele Menschen mit Virusreplikation, also Virusvermehrung im Nasenrachenraum gibt. Es ist aber schon so, dass wir beobachtet haben, dass in den Ländern, in denen noch deutliche höhere Viruszahlen zu beobachten sind, gerade auch Afrika, was sehr interessant ist, da sind nämlich viele Menschen, die zum Beispiel auch HIV-positiv sind, die können sehr viel schlechter mit dieser Virusinfektion umgehen. Da kann sich so ein Virus über Wochen in einem Körper erhalten und durchaus verändern. Das heißt, es ist nicht so sehr zu erwarten, ganz vorsichtig mal in die Glaskugel geguckt, dass sich das bei uns entwickelt, eine neue Variante, sondern eher in Ländern, in denen sehr viel weniger Impfschutz da ist und gleichzeitig eine höhere Gruppe von Menschen, die möglicherweise länger mit dieser Infektion zu kämpfen haben. Daher ist es wichtig, darauf hinzuweisen, es geht nicht nur um die Frage, wie Deutschland geimpft ist, sondern wie die ganze Welt geimpft ist. Und da sehen wir ja, dass es enorme Unterschiede gibt. Deswegen ist der Hinweis durchaus berechtigt, aber gilt eigentlich nicht so sehr für Deutschland, sondern wirklich auch für andere Länder, wo die Situation nochmal eine ganz andere ist. Unsere Hauptstadtkorrespondentin Nicole Diekmann, die wir hier eben auch im Stream hatten, hat vorhin erzählt, dass es ein internes Papier des Robert-Koch-Institutes gibt, wo man ganz fest mit einer neuen Welle im Herbst, Winter rechnet. Was hilft? Was können wir jetzt alle tun, damit wir nicht im Herbst, Winter wieder in diesen Schlamassel reinkommen? Das ist genau die Diskussion, die wir haben. Die Menschen, die jetzt noch nicht geimpft sind, selbst wenn die sich anstecken, ist es bei Omikron so, dass wir davon ausgehen können, und das zeigen die ersten Daten aus anderen Ländern, wo Omikron schon länger unterwegs ist, dass die Leute dann nicht mehr immun sind, wenn wir in den nächsten Herbst-Winter kommen. Das ist genau der Punkt, wo wir argumentieren, die Frage von vorhin, total richtig. Warum macht es Sinn, sich nach einer Infektion impfen zu lassen, damit man diesen Impf
oder diese Immunität verfestigt und noch eine Gedächtnisbildung draufsetzt. Das heißt, die Antikörper werden besser und mehr und die T-Zellen und das Gedächtnis werden robuster und halten länger. Wenn wir das nicht schaffen, die Menschen, die jetzt noch nicht geimpft sind, sich zu überzeugen, sich impfen zu lassen, von mir aus nach einer Infektion, damit einfach dieser Immunschutz in unserer Gesellschaft höher wird, als er jetzt ist, dann haben wir das gleiche Risiko im Herbst wieder. Wir wissen nämlich nicht, ob es noch andere Varianten geben kann. Das weiß keiner. Es ist eben nicht auszuschließen. Und dann stehen wir möglicherweise vor einer neuen Viruswelle, die ich gar nicht heraufbeschwören will, aber man muss zumindest damit rechnen. Und je mehr Menschen geimpft sind, desto besser können wir die abwettern. Weil wir sehen, dass die Impfstoffe, die wir jetzt haben, eine sehr breite Abdeckung haben, weil Omikron ja nur diese erste Immunität im Nasenrachenraum so ein bisschen überwinden kann. Aber danach hält die Impfung ja sehr gut das Virus in Schach. Das trägt weiter. Also ist die einfache Aussage, je mehr Menschen sich tatsächlich dann impfen lassen, desto besser sind wir geschützt vor was auch immer kommen mag. Und dann trägt das sehr viel besser. Und deswegen sollte man tatsächlich klug sein und rechtzeitig erkennen, wenn es neue Varianten irgendwo auf der Welt gibt und sich dann vorzubereiten, damit man es nicht wieder verpasst. Das haben wir schon ein paar Mal gehabt, wo wir gesagt haben, oh nein, die Zahlen steigen an, das wird nochmal eine Welle geben. Und dann man einfach zu träge im Handeln ist auf den verschiedenen Ebenen und dann doch nochmal eine Welle entgleisen lässt. Das wollen wir ja alle nicht. Also können wir uns jetzt im Sommer und im Frühherbst sozusagen sehr gut darauf vorbereiten, wenn wir mehr Menschen davon überzeugen, sich impfen zu lassen, weil das wirklich der Weg ist, sich kollektiv besser zu schützen. Jetzt wollen wir erstmal guten Mutes Richtung Frühling, Sommer gehen, idealerweise ohne eben den Herbst, Winter aus dem Blick zu verlieren. Vielen Dank für Ihre Erklärungen, Frau Professorin Christine Falk. Ich danke Ihnen und hoffe, dass der Ton im zweiten Teil besser war. Wunderbar, wir haben Sie erst reingehört. Tschüss. Ja, und auch Ihnen vielen Dank für Ihre Fragen und Ihre Statements. Und zum Schluss möchte ich noch eins von Thomas auf Facebook vorlesen. Er schreibt, am 20. März soll alles aufgehoben werden. Naja, alles ist es ja nicht, aber vieles. Ich kann es wirklich nicht glauben. Andererseits wäre es das schönste Geschenk zum Frühlingsanfang. Machen Sie es gut. Tschüss.